Yeah, wake up out of six, think about money, think about this. I got nothing on my wrist, but I'll take gladly take your bitch. Ay, 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 who produce that beat? Yeah, ay, yeah, yes, sorry, I did. Ay, got that ass on me, sound like I'm from New York City. Airbnb gon' fuck in it, she know that I do the music. Always cooking home, I'm tryna save her, tryna do my friend some favors. Gave her head, she facing backwards. Ay. 27 shows, I go through cities every now and then. I watch the crowd, they jumping, watching me. Cut to days ago, I'm just a kid, not old enough to smoke a cig. They wonder what's the recipe. They want me to come home. I can hear the drum roll, but understand I'm out here for a reason. Living in my own home. Father miss me, I know, but also we know that I'm on a mission. I got diamonds on my feet and shit. Diamonds on my wrist and shit. So icy, bitch, I'm colder than a freeze. Bling, loud. My main bitch, bitch, 21 side bitch, trippin'. Bitch, I love y'all both, but none of y'all ain't no keepers. I leave it. Roll Royce look like Jeepers Creepers. Made $1 million with Adidas. Can't have a ticket, nigga, off my people. Take this shit to try, nigga, I'm gon' beat it. Spilled my lean, it got me heated. Say one time, I don't repeat it. Baby, get down on your knees and eat it, eat it, eat it. Walking out of Louis V with the big boss. Yeah, pull the Saint Laurent, I made a pit stop. Yeah, young savage walk around with the big Glock. 21. With that 30 hanging out, nigga, that's hip hop. Fat car too fast, 12 can't stop me. Skirt. Bitch, too bad, hoes can't fuck me. 21. You was running from the smoke, nigga, not me. Rich chigga, 21 savage, nice OG. Wake up out at 6, think about money, think about this. I got nothing on my wrist, but I still gladly take your bitch. Ay, ay, ay. Who produced that beat? Yeah, yeah, yes, sorry, I did. Ay, she act like a bird, I wear shit made out of fur. Y'all might say he getting money, claiming he's entrepreneur. Fast car like Fast and Furious, she throw it back to DeLorean. I'm sitting in somebody's BMW recording this. Not my whip, rather walk or take a lift. On a trip, I hit the strip, they make me sad and then I dip. Ay, Brian learning how to live it, damn. People round him going circles, head is spinning with no fidget. Used to play the drums, never liked to know. Now LeBron didn't see the bigger picture. Rap on my own beat, so 100% go straight to my little pockets and I keep it. Yeah, wake up out at 6, think about money, think about this. I got nothing on my wrist, but I'll say gladly take your bitch. Who produce that beat? Yes, sorry, I did. Got that ass on me, sound like I'm from New York City. Airbnb gon' fuck in it, she know that I do the music. Always cooking home, I'm tryna save her, tryna do my friends some favors. Gave her head, she facing backwards. Yo, was geht ab, Leute? Erstmal eingeloggt. Zack, umgekippt, wasted bug. Muss ich eben auf Medics warten, ey. Das hat ewig gedauert. Lag hier bestimmt 20 Minuten. Dann kam der Rossi und hat mich ganz schnell wieder aufgehoben, yo. Verdammte Scheiße, ey. Fängt ja gut an hier. Puh. Peoples, alles Gucci bei euch, Mann? Hoffe, ihr hattet einen relaxten Sonntag, Mann. Ausgeschlafen, alle gut gegessen, Mann. Auf jeden Fall voll mies, Alter. Einloggen gedrückt, zack, direkt wasted bug. Sven, grüß dich, Mann. Madcap, Lazarus, Nisi, Skentix, Disaster, Cocky, Exquisy. Einfach alle, Mann, die anwesend sind. Peace out, Leute. Müssen wir heute in die Knast? Kaufvertrag, 2 Wochen. Nee, Bender hat keine Zeit für sowas.
Schneeflocke hat angerufen. Gleich auf dem Boden. Und während der Behandlung unhöflich von ihm. Hey, hallo? Ja, Schneeflocke, was geht, Alter? Boah, Alter, ich hab dich schon mehrmals versucht anzurufen. Ey, Bruder, Mann, ich schwör's dir, ich bin aufgestanden, hab einen fetten Bonkopf geraucht. Bin rausgegangen und bin umgekippt. Ah, okay. Pass auf, TJ hat mich angerufen. Ja. Der will mit mir jetzt zusammen bis 21 Uhr maximal D fahren, weil er keinen Führerschein mehr hat. Das bedeutet, ich fahre jetzt bis 21 Uhr mit dem T. Okay. Fuck, wo ist Denver? Ist Denver da? Ruft, weiß ich nicht, ich habe ihn nicht erreicht. Ruft mich nicht an, fragt mich nicht. Wir sind bis 21 Uhr an der T-Route, um 21 Uhr kann sein. Du hast Glück, dass du so weiß bist, weil sonst würde ich dich aus Versehen abknallen, yo. Ja. Ich habe nicht mal eine Waffe, fällt mir gerade auf. Fuck. Ja, nur so als Info. Ja, ich versuche Denver zu erreichen, alles klar, ihr fahrt Tee, ne? Asiatischen. Yingseng Tee, ja, genau. Yo. Bis 21 Uhr. Yo. Alles klar, hau rein. Yo. Och nicht, viel, hab relaxed. Dann war diese Community-Besprechung, habt ihr euch ja bestimmt auch gegeben, Alter. Ja, jetzt mal schauen. Was geht? Ich weiß nicht, ob die Cops mich heute nochmal sprechen wollen wegen gestern. Ah, ist der Fox da? Ach, wo ist denn dieser scheiß Blutsauger, wenn man den mal braucht? Community-Gesprächung war gestreamt von Veggie, glaube ich, und von Leroy und von Tama. Ein paar. Nee, die waren nicht dabei. Oh, die ging heute auch schnell, voll schnell vorbei. Ich war selber erst eine halbe Stunde später da. Und so viel Interessantes gab's da nicht. Wer ist denn da? Was machst du hier in dieser Gegend, weiße Frau? Halt's du mal, baust hier kein Shopping Center in unsere Straße. Was geht? Nicht viel. Was geht bei dir? Ich gehe jetzt auf den Weihnachtsmarkt. Wo ist der? Komm, wir fahren da hin. Stadtpark. Wo ist der Stadtpark? Pennerpark. Sag doch einfach Pennerpark, Alter. Zu scheiße, Mann. Du bist scheiße. Ist Demba da? Nee. Ist Josie da? Nee. Ich hab mit... Warte, ich probier's. Hab ich auch schon. Neflock hat mich angerufen. Der arbeitet mit TJ bis 21 Uhr heute. Okay. Am asiatischen Tee. Ich dachte, der ist schon weg. Ja, anscheinend nicht. Ja, schön. Alter. Was denn? Steh eben so ganz gechillt auf, ne? Ja. Brauch einen fetten Bonkopf bei mir zu Hause in der Bude. Mach die Tür auf, wird mir schwarz vor Augen. Was? Ja, muss ein Mediziner kommen und mich da erstmal verarzten, ey. Was hast denn dir da für ein Zeug rein? Yo, Demba, was geht ab? Alles Gucci bei dir? Yo, und selbst? Auf jeden, Mann. Komm mal hier zum Pennerpark, Weihnachtsmarkt. Dann kann ich dir was Schönes erzählen. Pennerpark? Ja, yo. Okay, bin am Weg. Bis gleich, peace. Alku.
Ember kommt auch. Cool. Links, rechts, links, rechts, links, rechts. Oh, mir wird schwindelig. Komm, komm, komm. Hallo. 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 So, bitteschön. Wie viel kriegst denn du? John, bist ein Penner. Hallo, John. Fick dich. Was? Cooper. Also, so reden die mit Kunden. Habt ihr das alle gehört? Danke dir. Hallo. Tag. Hey. Hey, Cooper, hallo. Was geht? Was geht? Löchen. Charlie. Ich hätte auch gern so einen Burger. Geht, Charlie. Was gibt's denn noch so von zu trinken? Von wem wurde der entführt? Ja, von den Postleuten, Mann. Die scheiß kriminelle Bande. Hey, Amar. Du Pisser, wieso bist du so ein Wichtel? Wer ist Wichtel? Du bist voll klein. Nein. So klein bin ich auch wieder nicht. Ja, jetzt bist du wieder normal. Oder hast du deine High Heels ausgepackt heute? Hör bloß auf, Alter. Ich hab eben geraucht. Ey, mach die Haustür auf, kipp erstmal um. Oh, Mediziner kommen, Mann. Ah, das ist natürlich ein nettes Willkommen auf jeden Fall. Wärst du bloß daheim geblieben, ne? Ich glaub, da waren Katzenhaare im Kopf drin oder so. Oh, ist ekelhaft. Nicht gut, Mann. Musst du mal wieder sauber machen. Ja, die ist immer frisch und sauber, aber weiß nicht, Mann. Wie das denn Ding da reingekommen ist, ne? Keine Ahnung. Nein, Denver, nicht da parken. Na, oh, genau, hier kannst du parken, Denver. Was geht ab? Ich war das nicht. Ich war das nicht. Komm mal mit. Yo. Alles fit bei dir? Yo. Der Schneeflock hat mich eben angerufen. Okay. Pass auf, Alter. Der TJ arbeitet jetzt mit dem bis 21 Uhr auf der asiatischen Teeroute. Laber nicht. Doch, doch. Der fliegt wohl erst danach oder so. Wir sollen den Schneeflocke bloß nicht anrufen, aber der sagte, die beide gehen jetzt bis 21 Uhr Ying Zeng Tee machen. Oh, geil! Piu, piu. Okay. Müssen wir uns nur überlegen, wie wir das machen und dann würde ich sagen, ne? Ja, hast du einen Plan? Hast du eine Idee? Ja, da auf der Route eintüten ist eigentlich easy, ne? Wenn wir einfach zum Stoppen bringen, Alter, dann nehmen wir uns den. Ja, die Route kennst du. Gut, deswegen. Ja, das ist ja einfach nur vom Teefeld. Weißt du, wo du da diese Weinberge hochfahren kannst und da oben so eine Villa ist, Alter? Wenn ich sehe, bestimmt. Ja, ja, das kennst du auf jeden Fall. Ja, geil, Alter. Also auf der Route einsacken ist gut, meinst du? Auf jeden. Da ein bisschen runterfahren von der Route wahrscheinlich, ne? Ja. Oh, ist ja geil. Muss mir dann nur irgendwie nachher noch eine Knarre holen, weil die haben die Cops mir ja gestern abgenommen. Ja, ist kein Ding. Geben wir dir eine Knarre. Ich glaube, damit fangen wir am besten an, oder? Auf jeden. Müssen wir mal überlegen, was wir, welche Autos wir fahren und so ein Scheiß alles. Bist du hier mit nach wem oder bist du hier einfach mit Charlie bin ich hier. Geil. Die ist gerade, als ich aufgestanden bin, kam die da angelaufen. Wir haben 19.13 Uhr da. Ja. Oder wir warten einfach am Flughafen auf den. Ist halt die Frage, denkst du, der fährt safe zum Flughafen, Mann? Von wo soll er denn halt sonst fliegen? Vielleicht legt er sich noch in seiner Bude pennen und sein Flug geht heute Nacht oder so. Keine Ahnung, Mann. Stimmt. Okay, dann nehmen wir, glaube ich, die Option mit der Route besser. Das ist halt easy, Mann. Wir können da sonst einfach auch von hinten irgendwie zu dem Verarbeiter hinfahren und wenn wir den, können wir uns den da catchen. Easy beim Verarbeiter, Mann. Wo ist denn das? Da kommt man von hinten nämlich auch rein. Ich weiß ja, wie die da fahren. Die fahren über die Weinfelder. Dann können wir einfach von der anderen Seite da ranfahren. Dann haben wir easy Überblick, Mann. Dann können wir uns den da so schnappen. Ha. Und weißt du, was das Geile ist? Du hast doch, du bekommst doch
pro Dings ein anderes Auto, oder? So, wie heißt das? Pro Stufe? Nee, pro... Du meinst als Auszubildender, Geselle, genau, und so ein Scheiß? Ja, ich weiß ja, nicht. Ja. Ja, genau. Wie wär's denn, wenn wir einfach so tun, als würden wir da gerade verarbeiten und auf die warten? Weißt du, wie ich meine? Ja, aber da kannst du nur als Meister verarbeiten. Okay. Oder wir nehmen einfach die Option, die du gesagt hast. Fahren den einfach hinterher. Das Problem ist, da müssten wir ja theoretisch jedem Auto hinterherfahren. Nein, ich würde sagen, wir machen das so. Pass auf, die werden da nicht mal, das ist legale Arbeit, die werden da nicht maskiert, stehen gar nichts. Wir fahren da von der anderen Seite zum Verarbeiter hin, gucken, wenn die da angefahren kommen. Dafür bräuchten wir am besten noch ein oder zwei Leute. Also irgendwie, wenn Craig noch kommt oder so, wäre das ganz nice. Oder halt irgendeiner von den Jungs, dass wir halt mehr sind als zwei. Mhm. So, dann sehen wir den beim Verarbeiter, gehen da hin mit Masken, nehmen uns den mit, scheiß auf Schneeflocke, Alter. Und easy going. Da ist ja nichts los, da ist ja auch nichts. Da oben ist eine Villa und sonst nur Weinberge, Alter. Ja, da bist du halt so der Herr der Ringe. Warte mal kurz. Ja? Yo, Charlie. Ja, hallo. Yo, kennst du gerade die Straße? Ja, Los Anaconda doch da sein. Ich wollte dir doch. Boah, ich sag dir nichts mehr. Tschüss. Ah, okay. Dann kann ich sehen. Die Frau dasselbe Oberteil wie du. Ach was. Cool. Ich bin am Pennerpark. PP Pennerpark. Bitte? Ja, okay, hey. Ich muss jetzt gleich was erledigen gehen. Ja, aber es kann noch ein bisschen dauern, weil wir warten auf noch ein paar Jungs. Am Pennerpark. Hier sind tausende von Leuten, Josie. Ja, dann mach deinen Po hier hin. Alles klar. Bis gleich. Kommt die Josephine? Mhm, die kommt jetzt. Sag die, lass dir da Charlie bitte nicht alleine. Was soll dir denn passieren? Ja, was soll da passieren, ist so. Lass mal zu Charlie dahin, oder? Jo. Die hat gesagt, den Anaconda sehen. Ah. Wo ist die Doris denn? Hä? Weil ich einfach hier soll sich gut eine Süße machen. Das kann sein. Ach, Matze, hier der Gefängnis. Alter, guck mal, hier sind so viele Leute. Alexei, heißt das auf Russisch? Nein. Servus. Ah, hier ist die Doris. Hi, Marco. Pizza. Deine Perle ist auch wach, ne? Ich weiß, sie hat mich schon angerufen. Hallo, hallo. Echt mich so viele Leute zuerst. Hier, Mann. Hä? Mich aber zuerst. Schön. Hi, Marco. Hey Marco. Okay. Oder Robert. Alles klar? Also Robert passt mir besser, aber ja, wie geht's aus? Nee, Robert hat er gestern gesagt. Marco? Nein, noch nie. Ja. Oh, da hab ich dich verwechselt. Komm vor. Ah, ich geh mir mal kurz Asni mit Dingensack kaufen. Yeah. Mach das. Hallo. Hi. Hallo. Hey Josie! Geht. Jo, Hossi, alles Mann, frisch? Was geht? Was sind denn heute alle so laut? Bin ich auch laut?
Nee. Also. Dann halt deine Schnauze. Weißt du, was laut ist? Was denn? Das Feuer. Wie lange sind wir dran? Ich will auch was zum Futtern. Warte, und dein Name ist... Wie heißt du? Alex, ne? Die haben keinen Asni mit Dickensack. Haben die nicht? Nee. Der gehört das... Also wir müssen denen das Rezept noch geben. Da machst du nix. Scheiße, was habt denn ihr sonst noch? John, was hast du denn so zum Fressen die Woche? Das Langosch. Was ist das? Deftig oder süß. Also das Langosch an sich ist eine ungarische Spezialität. Das ist halt frittiertes... ein frittierter Brotteig. Und bei der deftigen Variante ist dann halt Sauerrahm drauf. Wahlweise dann noch Knoblauch, Schafskäse, Schinken. Boah, und ich nehme die deftige Variante. Ja? Okay. Und was zu trinken dabei? Glühwein, Feuerzangenbowle, also irgendwas Heißes oder was... ich glaube, ich nehme die Bowle. Wenn, dann musst du pfeifen. Feuerzangenbowle, okay. Ja. Ich pfeife nicht, du winkst so. Hubert, du? Ja. Kinderpunsch und das Deftige. Ach so, die Arbeitsfaule hier. Alles klar. Dauert kurz. Erkenne ich sofort. Ember, ruf mal Faxe Policeman, das kriegen die nie raus, wer das war. Ja, nachher haben die irgendwelche Scan-Software hier. Ja, so. Überwachungskamera oder so. Na? Noch Feuerzangenbowle. Und der Punsch. So. Nochmal hier. Das Langosch, bitteschön. Und die Feuerzangenbowle hier bitte aufpassen, das brennt jetzt noch ungefähr eine halbe Minute. Okay. Verbrennt ihr nicht die Schnute denn mehr? Ja, ist halt hier bei der Tasse so ein Gestell, da ist halt Zucker drauf und der wird halt mit hochprozentigem Rum beträufelt und angezündet. Und das brennt halt jetzt noch eine halbe Minute. Geil. Ja. Sieht geil aus, Mann. Was bekommst du? Moment. Das wären 9 Dollar. Okay. Ich komm kurz rum. Jawohl. Peaks, peaks, peaks. Hier, hast ein bisschen Trinkgeld. Hey. Danke dir, lass dir gut schmecken. Oh Gott, danke, Mann. Die Käthe peaks in Klaus, wie süß. Psst, Käthe, du musst ihm seine Kappe klauen. Dann. Oh. Jetzt ist mal gut hier. Ja. Das mache ich nicht, das ist nämlich Stiller? Gemein. Danke, John. Ja, dein Langosch. Kurz zum Geldautomaten. Außerdem muss ich rennen, dann. Ich hab 2 Burger gegessen, ich kann nicht mehr rennen. Sehr gut. Bitteschön. Kannst du noch rollen, oder was? Ja, rollst du. Ich kann nur noch rollen jetzt, ja. So, und bei dir das gleiche auch, 9 Dollar. Die Firma dankt, lass es schmecken. Jo. Ey, Cooper. Ja. Der Carlos hat mir geschrieben. Der schafft's nicht. Ich meine, Craig meinte aber gestern, der ist auch irgendwie heute am Start. Ich weiß halt nur nicht wann. Der hat ja momentan, schläft er so lange immer. Da. Jeff und Jamal wollten heute auch rauskommen. Auch nicht da. Den habe ich jetzt gerade angerufen, Jeff. Auch nicht da. Gott, ich muss auf den Desktop gehen, wenn ich hier an der Feuertonne stehe. Das ist ja mal ultra laut. Auch nicht da. Boah, Alter. Wo sind die Leute? Ich ruf die ganze Nachbarschaft an und es ist keine Sau da. Das gibt es doch nicht.
Was denn, kommt der Krüger jetzt auch noch, oder? Auch nicht da. Was für Mäulen, wir haben Abend. Auch nicht da. Hey. Auch nicht da. Könnte hier nicht irgendwo ein Weihnachtsmarkt sein? Oh, Alter. Keiner da, Cooper. Können wir jetzt nur hoffen. Und beten. Muss erledigt werden, die Scheiße. Der hat ein Motorrad umgefahren, den Hurenbock. Also ich werde gleich dieses Wasser da drauf kippen, damit es ausgeht. Warum? Mach das. Warum, ist doch schön warm. Aber voll laut. Den Knistern fickert meine Ohren. Wow. Bo, hast du das gesehen? Nö. Der Kopf hat fast den Rollerfahrer da umgehauen. Was war das? Was war das denn? Das war Niki. Godzilla, ich hau dir einen auf die Schnauze. Was geht? Du warst... Hä, du hast Geräusch gemacht wie Godzilla. Ja, das Niki ist hier, Mann. Kennst du die Niki, Alter, mit ihren lauten... Nee. Mit ihren lauten, Da warst du doch auch mit dabei, wo wir darüber geredet haben, Mann. Ach so. Die ich nicht kennenlernen soll. Genau, Mann, deswegen. Ja, so, wo sind die? Schwimmen. Alter, ihr seid richtig eklige Menschen, wisst ihr das eigentlich? Warum? Weil die voll böse manchmal sind. Der Amar hat auf sein Handy einen Ton für Godzilla mit so einem Schreien, weil irgendwie so eine Frau hier ist, Alter. Michi. Ist aber schon lustig. Wenn du sie mal kennenlernst, weißt du warum. Ey, da ist ja den Luna. Oder? Ist es der? Ja. Ja. Wuschelkopf. Ist es der? Jo, haut rein, Jungs. Jo, tschüss. Toto. Hey, willst du Kussi-Kussi machen? Was, du willst mit mir Kussi-Kussi machen, Kumpel? Nein, gehst du? Nee, Mann, Alter, ich geh nur ins Yellow Check. Oh. Willst du denn da, Alter? Da läuft nur County und da gibt's Inzug. Ja, ne, die Kollegin, wo dort Barkeeperin macht, hat mich eingeladen. Gibt's gratis Alkohol. Kiwi? Ja, Mann. Sag, die ist ein widerlichen Slange. Ey. Slange. Sunshine, da gibt's gratis Alkohol, aber auch gratis Syphilis, ne? Ich würde mir das überlegen. Den Tripper kriegst du da auch noch gratis dazu. Der Laden ist echt scheiße, Mann. Ich würde da auch nicht hingehen. Ich habe gehört, da ballern die Leute auch, Alter. Da wird geschossen. Stimmt. Mann. Weil die sich gegenseitig die Schwestern klauen und so, Mann. Dann ist da wilder Westen. Naja, musst du wissen, Mann. Viel Glück. Ja, lieber gestern schon irgendwie ein bisschen angepisst, Mann. Also ich gehe ja nur kurz vorbei, Jungs. Angepisst ist doch dorthin jeder. Ja, Mann. Oh, shit, Alter. Golden Shower Party, Mann. Vergiss die Kondome nicht. Die helfen da auch nicht. Holy fuck. Der war aber nicht schlecht, Marco. Robert. Marco finde ich immer so leicht zu merken, Alter. Jeder ist jedoch Marco. Anscheinend, ja. Ist das die Keta-Keta? Keta. Hinter dir? Ey, wir standen da eben so beim Foodladen und dann hat die Käthe den Klaus so gepiekst und der Klaus so, hä, hey, was machst du da? No way, nein, bitte nicht. Die zwei sind die rennt im Winter mit einer Sommerleggings rum, Alter. Jo. Das ist vielleicht eine Thermoleggings, wir wissen es ja nicht. Alufolie. Alufolie. Naja. Hallo, die Herrschaften. Hallo. Hi. Okay, da hinten ist nichts mehr. No. Was hat er gerade gesagt? Wir sind nichts. Ich sehe da keines dunkel. Und gibt's was? Du hast gerade mit mir nicht geredet, deswegen. Du hast gesagt, du schaust gerade rum. Oh. Und? Charlie? Ja. Du bist doch jetzt da bei diesem Connor angestellt, ne? Ja. Wenn ich jetzt das Haus, was ich da angezahlt habe, nicht haben will, sondern ein anderes, kann man da die Anzahlung auch für das andere Haus dann nehmen? Nicht 1:1.
Wo ist denn dieser Fox, Mensch, der Pisser eigentlich? Keine Ahnung. Das stimmt, mit dem hast du auch noch was zu klären. Ich glaube, drei Viertel. Das geht gar nicht. Drei Viertel Verlust? Ah ja, scheiß drum drauf. Machen wir. Muss wissen, ob wir Steuerrecht hier haben. Glaub nicht, ne? Nee. Steuerrecht? Soweit ich weiß nicht. Wenn du da mal Zeit hast, kümmern wir uns mal drum. Ich würde den Fox mal eher auf die Aktion von gestern ansprechen. Was wir machen können, Robert, ist uns das später mal angucken. Ja, lass dir Zeit, sag mal einfach, wenn du das machen willst. Na, die Aktion von gestern, ich weiß nicht, Mann. Das ist eigentlich, komm mal mit immer. Eigentlich klare Sache, Mann. Illegaler Waffenbesitz gestehe ich ein. Sollen die Anklage für fertig machen. Alles andere haben die keine Beweise für, Mann. Fragen von Waffen in der Öffentlichkeit oder Schuss abfeuern. Die haben aber auf dich geschossen. Grundlos. Ja, ja. Aber pass auf. Erstmal standen wir oben auf dem Dach. Es war dunkel und nebelig. Wir hatten den besten Ausblick, den man haben kann. Und wir wussten, dass die Cops da hinten stehen. Selbst wenn wir eine Waffe gezogen haben, können die das niemals mit ihrem Auge gesehen haben, dass da in der Dunkelheit mit Nebel irgendeiner eine Waffe zieht. Na, siehst du? Zweite Sache ist, als wir da waren, hat einer von den Coppers gesagt, dass der Schuss, der gehört wurde, aus Versehen von ihm aus dem Auto abgefeuert wurde. Also können sie mich da auch nicht für anscheißen. Aber ich weiß nicht, ich würde vielleicht die Sachen vorher mal klären, so mit dem. Und Steuerbetrug, muss ich den Fox fragen, ob es so einen Kack gibt. Ja, das stimmt. Fuck, man, die Jungs sollen aufstehen, ich will mir den packen, Alter. Aber ich werde dann sowieso sagen, wenn die dann so kommen, so, dass ich das wegen Betrugverdacht gemacht habe, werde ich sagen, ja, der Herr Breeden hat den Schein hier irgendwo hinterlegt. Gucken sie da mal nach, haben ja bestimmt die Akten und so, Mann. Und da ich so ein netter Typ ist, sagte der Herr Breeden, ich soll die oben beim Händler verkaufen gehen, dann kriege ich da noch ein bisschen Geld wieder. Und das habe ich einfach vergessen, ne? Ja. 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 Ich hoffe nur, jetzt stehen langsam die Jungs auf, ehrlich. Wir brauchen höchstens, also eine Person schon wäre nicht verkehrt. Weil wenn wir da zu zweit gehen, Waffen ziehen, so können die halt auch Waffen ziehen und dann will der Westen. Ja. Genau deswegen, ja, Alter. Aber es ist ja noch nicht mal einer da. Ich bin auch schon seitdem durchtelefoniert von dem Mann. Naja, warten wir mal bis 20 Uhr, vielleicht kommt da noch einer. Dann haben wir eine Stunde Zeit, den da zu catchen. Steht hier irgendwo ein Motherfucker im Gebusch, Alter. Schlacht dich zusammen. Wenn du dich auf die verlässt, bist du verlassen, ne? Ehrlich. Oh. Egal, müsste halt Geduld haben. Oh fuck, Alter. Dieses Billig-Cola. Egal. Komm, wir gehen zu die Vibers. Kaka! Kaka! Ey, ich doch auch ne. Oh ne, Alter, haben die Cops mir sogar gestern die Kippen geklaut, weil die dachten, da wäre Gras drin oder was? Miesen Penner, ey. Tam? Wow. Wie denn jetzt? Da. Ja, danke. Oh, Josie. Oh, Josie, nimm deine Wurstfinger doch weg, Mann. Busfinger. Bring mal. Bring selber. Ich kann sagen, warum rennt der denn mit einem BMX-Helm am Kopf rum? Oder der hat eine gelbe Mütze an. Wer denn? Der Typ hier. Ja, der Typ da hinten. Boah, hier ist voll was los. Ja, Mann. Boah, ich muss Nicole noch eine E-Mail schreiben wegen der Getränkerechnung für gestern. Und wie viel war das? Die haben für knapp 3,5, glaube ich, gesoffen. Holy shit. Haben die sich gut gegönnt, oder was? Mhm. Das war nice. Runde auf 10. Okay.
Am 30. ist quasi Flatrate saufen. Alles muss raus. Super. Und dann soll ich spielen da, ist klar. Kostet der Eintritt aber halt auch ein bisschen mehr, ne? Alter, dann brauchst du aber auch einen Krankenwagen, der da steht, ne? Da werden sich einige wegschießen dann. Mit Sicherheit. Wir müssen gucken, dass wir zum Jahreswechsel das Lager leer kriegen, also alles muss raus. Was mit dem Slager? Lager, nicht ach so. Schlager. Du Slange. Wo ist der Schlager eigentlich? Keine Ahnung, Mann. Was weiß ich? Habt ihr bestimmt jetzt 4 Tage nicht gesehen oder so? Sonst stand er immer hier im Pen am Park, ne? Ja, klar. Mit dem scheiß Fahrrad. Robert! Ja, Kuba? Komm mal mit! Komm mal mit! Ah ne, hat sich schon erledigt. Oh wow, echt jetzt? Ja, es hat sich wirklich schon erledigt. Alter, kennst ja, du das, ey, manchmal das Buch, brauch der Weg ist umsonst? Ich muss manchmal ein bisschen überlegen, so Mann. Bist du hart, mein Diggern? Passt schon, Denver, passt schon. Alle schick, ne? Das ist geil. Seid so doof. Ich hab ihn bescheuert, ohne Witz. Ich dachte, Alex soll hier Musik machen heute. Cooper, hat er dir die Kapifte weggenommen? Die Cops. Achso. Ja. Die was? Pifte? Philipp, haben Sie eine knatterer Dartslatte dabei? Ah ja. Ich sag, nee mal, nur meine Knifte. Ey, du kannst eigentlich von Glück reden, dass sie dich nach der Schießerei nicht kontrolliert haben auf Waffenschein. Haben die, ne? Da habe ich die aber weggelegt ins Auto. Oh. Ja, blöd. Deswegen dachte ich erst, dass die da jetzt noch einen Hehl draus machen, wegen, ne, dass die mich da verhört haben und ich sagte, ich habe keinen Waffenschein und sowas. Ah. Aber hab den da die Waffen hatte ich da weggelegt. Soll ich mal jetzt einfach beim Platz rufen? Ey, Marco, komm mal her. Und der hier hinkommt, heißt Marco? Ja, aber mach so. Das werden wir mal probieren. Marco! Ey, Marco! Marco, komm mal rüber! Bewegt sich. Jetzt vielleicht mit zweiten Namen Marco. Ist kein Marco da? Das kann doch gar nicht sein. Ah doch, da kommt einer. Wen meinst du, Mann? Der Marco! Wo ist Marco? Ja, der Marco halt. Marco halt. Der bist Marco du Marco? Glaube ich, noch im Hotel und pennt. Echt? Heißt du nicht Marco? Nein. Wer bist du? Frau Hartmann, Sie müssten mich eigentlich kennen. Ja, aber ich rede mit dir. Er hat doch mit Frau dir Hartmann. Geredet, nicht mit mir. Marco, ja, jetzt sei mal nicht so. Marco ruft, müssen hier zwei Personen stehen, die sagen, ich bin nicht Marco. Ich weiß doch nicht, dass... Hä? Hör doch nicht auf den Namen Marco, wenn du nicht Marco heißt, Alter. Was ist denn los mit dir? Ja, aber wir haben einen Marco. Alexei! Sei mal ein bisschen entspannt. Ein paar Pelmini essen. Pelmini? Ja. Du kannst aber auch... Aber ich will keine Pelmini. Barenike sind besser jetzt. Dann frag mal nach Degensack eingelegt in Asni. What? Du meinst Smoke Tree? Ja, no Ketchup. Raw Sauce. Raw Sauce. Raw Sauce. Ja, ich verstehe. Frag einfach mal danach. Aber jetzt mal wirklich, wenn du nicht Marco heißt, wieso kommst du denn her? Ja, das ist die größte Frage von allen. Ja, weil ich dachte, vielleicht habt ihr mich verwechselt mit Marco. Aber du siehst doch gar nicht aus wie ein Marco. Ja, ich weiß, Marco ist hässlich. Und wir wissen doch, dass du hübscher, ja, aber keine Ahnung heißt, aber wir wissen das doch. Ja, wieso fängst du an mit der Charlie zu reden, wenn ich mit dir rede? Ich hab nicht angefangen mit ihr zu reden. Ich hab gesagt, Frau Hartmann müsste mich eigentlich kennen. Ja, aber ich bin ja nicht Frau Hartmann. Ich bin ja, der Marco. Marco?
Mann. Der Robert geht schon, ey. Ich hab's in den Augen. Oh, ja, das ist schon wieder so ein Mindfuck hier gerade. Das ist ekelhaft. Ja, okay. Alles cool. Alles cool. Marco, ist alles gut. Du darfst wieder gehen. Ich möchte das nicht. Das gefällt mich hier. Okay. Das ist auch kein Problem. Wieso ist hier keine Weihnachtsmusik? Oh, mit dem Jubiläum-Duell sagst du. Eingeladen, aber Alex, da bist du zu tun. Der bei der Pisser erst, Marco. Was zu tun hat momentan, deswegen. Also was Besseres hat er mit sich auch zu tun. Ich fass in die Fallkarte gelaufen. Was Besseres kann auch sein, ja. Aber das wollte ich jetzt nicht so erwähnen. Ja, sonst kommt's scheiße rüber. Aber er hat keine Zeit, pick deswegen dich, ist er nicht hier. Was? Dein Marco-Drop kam unerwartet. Hast du geheult? Nee, aber... Doch, er hat geheult. Schnappatmung. Ist das irgendwie ein Witz? Ja, sorry, Cooper, warum auch immer. Ah, scheiße. Bestimmt konzentriert nicht in die Hose zu pissen, deswegen war der so lange ruhig. Ja. War echt. Du hättest das Feuer auspissen können. Ja. Verdammt Markus, Alter. Das nervt dich doch sowieso, das Feuer. Ich geb denjenigen, der seine Hand da drüber hält, $500. Ich mach das. Oh Gott, ich geh aus dem Weg. Ah, out of it. Ja, Feuer ist heiß. Wo Feuer? $500? Ich hab nur 200 dabei, aber die kriegst du. Der macht mich fertig. Okay, ich geh mir Essen kaufen, man sieht sich. Ah, es riecht hier nach Bacon auf einmal, Mann. Wieso hieß der zufällig Speck mit Nachnamen? Oh Gott. Marco Speck. Denkt ihr, ich finde noch jemanden? Mit $500? Hey, Käthe! Käthe! Käthe. Komm mal her. Ich geb dir $500, wenn du deine Hand übers Feuer hältst. Nee, Du kannst dir ein neues Ketamin holen, nee, sei mal nicht so, Alter. Ich tue das nicht. Nicht mal für einen Schuss? Nee. Kate, ich hab einen Defi dabei, hast keine Angst. Ja. Nee. Ach, deswegen die Hose, jetzt verstehe ich das. Ja. Holy fuck, ist die verballert, Mann. Ich musste letztens extra nach Paleto Bay kommen, weil sie in irgendein doofes Feuer reingefahren ist. Und jetzt kommt Steven und will ja Geld haben. Lemba, hau den mal eine dann. Gib kein Geld. Oder du sagst einfach, du hast. Doch, die $500, wenn er die Hand drüber hält, dann kriegt er den. Ja, genau. Ich hab einfach nur 200 dabei. Amar sieht so seriös aus. Amar, wo ist denn der? Der ist gerade an uns vorbeigelaufen. Wo ist denn Craig? Amar! Oh, bist du scheiße? Spuck doch nicht so in meinem Ohr, Alter. Was los? Mach nur mal deinen Niki Special Sound. Mein Niki Nein. Special Sound? Steht drauf mittlerweile. Ah, verdammt, Mann. Cooper, meinst du, er macht das? Stehst auf die Frauen mit den großen Organen, Mann. Nee, mach deinen Niki Special Sound. Was denn? $500, wenn du die Hand übers Feuer hältst. Naja, kannst du vergessen, Mann. Die Hand brauche ich noch. Dein Freund hat's gemacht. Auch nicht ganz kurz? Nee, könnt ihr vergessen. Frag Marco, der hat eben $500 von mir bekommen. Welcher Marco, Alter? Marco. Marco Polo. Der Marco Speck. Marco kann das gerne machen. Der kann da gerne in das Ding reinspringen, das ist mir egal. Welcher Marco, Mann, hä? Hab ich Marco Speck, der rennt genauso rum wie du. Marco Speck. Der hat uns gesagt, der heißt Marco Speck.
Ja, so eine Sauerei. Marco, ja, am Arschbeck. Hinter dem Auto. Hat er sich hinter versteckt dem Truck ist der. Ja, ja. Ja, ja. Ah, alte Drecksau, den muss ich mir vorknöpfen. Der hat gesagt, da ist Marco Speck. Ja. Und als Beweis wollte er seine Hand übers Feuer halten, damit das noch Speck riecht. Also nach Bacon. Hat's nach Bacon gerochen, oder? Ja, so zwei Minuten lang. Jo. Okay, okay. Jo. Vielleicht ist der Foodtruck an ihm interessiert. Heißt der gar nicht Marco? Kennt weiß nicht, gucken wir einfach mal. Klar kennst du den. Und Marco! Oh, das ist, ach, das ist er ja gar nicht. Wo ist Polo! Der Polo! Ah, jetzt verstehe ich. Alexei ist Marco. Ah, okay. Haben die jetzt Marco und du. Nee, haben die jetzt Polo gerufen? Ja. Ja. Dann fang nochmal das Penisspiel an. Marco Pole. Das Beste war, Kuba meint noch 10 Milliarden. Du kriegst $500, wenn du deine Hand rüberhältst. Alexei geht hin, macht. Mein Kuba, ja, ich hab aber nur $200. Ja, scheiße, glauben würde ich sagen. Aber guck mal, wie lange der da bestellt, der gönnt sich richtig. Ja, der macht auch den Foodtruck leer. Lässt wieder den Leuten nichts übrig, die alte Drecksau. Nein, der hat sich gerade $200 verdient. Aber jetzt kann er ordentlich einkaufen. Ja, ja. Kinderpunsch und so ein Scheiß. Ah, die haben echt angenehme Preise da, ne? Also. Ja. Ich gebe denen immer ein bisschen mehr, den Penner. Ich auch. Weil die mir leid tun. Ja. Armen Kräutermeister. Die noch nebenbei verdienen. Was geht denn auf dem Pieper? Yellow Jig hat geöffnet, da will doch keiner hin. Können wir doch mal vorbei machen. Ne. Erdnuss verkauft seinen Geländewagen. Hat er eine Wohnung gefunden, oder was? Wer verkauft seinen Geländewagen? JD, ja, Erdnuss. Eine Runde. Inselkarte 2.0, Weasel News. Schlenz. Oh, da wird alles angezeigt. Den Tequila-La, den Bahamas, Lukas Café, Little Teapot. Nö. Doch, auf Weasel News haben die was geschrieben. Wieso ist mein GPS dann noch nicht geupdatet? Oh, das weil ist doch das nur auf Pieper für dich, du Pfeife. Das ist quasi für die Neulinge, damit die dann wissen, wo sie hinkriegen können. Den Benny. Ja, Doris. Den Hüte. Wieso eigentlich Doris? Ich habe keine Ahnung, weil da sah sich sehr aus wie eine Doris. Weil er doof ist. Geschichte. Sag mal, Robert, hat das mit der Tomatensuppe eigentlich geklappt? Was? Hä, war Marco das nicht mit der Tomatensuppe? Was ist eine Tomatensuppe? Leute? Ja? Kennt nur die Ravioli-Geschichte. Die Schlenzbier sind auch noch da, ja, für alkoholische Getränke und danke, Betty Marco verkauft Lebkuchen. Aber ich habe gehört, die Schlenzbrüder sind Hurenböcke. Ja, das musst du denen erzählen. Kannst ja, du kannst denen sagen. Ich gehört, ich sag Hurenböcke. Naja, sag, Marco hat gesagt, das sind Hurenböcke. Ich hab gar keine Ahnung, wer das ist. Hier, ey. Ich liebe Marco-Spielchen. Hab ich schon. Haben wir schon. Hab die schon. War ja, voll ich lecker. Hab welche geholt. Hast du die deftige genommen oder die nicht so deftige? Nicht deftige. Du Pussy. Ja, wenn ich jetzt deftige nehme und ich rede, ja, dann fällt ja alle um. Hä? Aber ich rede da auch. Alles gut. Die stehen alle noch. Ja, aber. Och, Marco. Marco. Jetzt stell dich nicht so an. Ja, schön mit Schokolade. Hat irgendwas Süßes? Oh, also kommt dann dieser. Hier, ich weiß nicht, wie dieses Getränk heißt, Alter, mit Whisky oder was das auch da drin ist. Asni. Ja, Asni, genau. Nein, Spaß, Alter, keine Ahnung, wie das heißt. Ja, nur so zur Info. Ja, ich geh mal rum und sag das mal allen. Okay, das ist aus dem Sinn, ne? Hat der Marco gesagt. Weißt du Bescheid? Danke, ja, ja, Marco. Weiß Bescheid. Alter. Warum seid ihr immer so? Was? Ich weiß nicht, das liegt uns im Blut drin. Ja, ja, ja. Boah, Alter. Fast Schleim gekotzt jetzt. Wie sind wir denn? Robert, willst du uns damit sagen, dass wir dumm sind? Nein, niemals. Würde ich nie machen. Ihr treibt mich immer nur wieder dazu, dass ich Tränen in den Augen habe. Dann
Dann solltest du überlegen, ob du deine Tränen in eine Flasche abfüllst und daraus ein bisschen Business machst. Das wäre noch so. Weil das sind Freudentränen. Du findest bestimmt ein paar asiatische Hindu-Priester, die dir das Zeug teuer abkaufen. Bestimmt, das ist nämlich gut. Dann haben die nämlich, ne? So, wie nennt sich das? Potenzmittel. Ja, und da Demba und ich das ja anscheinend hergestellt haben, kannst du doppelt so viel Geld für nehmen. Hochwertiges Potenzmittel. Hm. Und ihr bekommt einen Anteil. Freudenfick. Freudenfick! So kannst du das nennen. Produziert bei den Marco. Perfekt, hätten wir geklärt. Und wo ist jetzt endlich mal Craig? Boah, Alter, die lassen auf sich warten, ne? Diese faulen Stücke. Ich finde Weihnachtsmarkt voll gut hier, Alter. Mhm, viele Stände da. So einer, dann... ein Weihnachtsbaum, bisschen Feuer. Marco. Was ist denn, Josi? Ich verstehe die Frage gerade nicht. Wieso lachst du dich denn so kaputt jetzt? Ah, dieses Mädel macht mich fertig, ne? Ehrlich jetzt. Ich hab Tränen in den Augen, Mann. Och, nicht weinen. Och, du hast eine Flasche, kannst du abfüllen. Oh, Mann. Kaufen wir. Ja, Markus Freudenfick auf jeden. Gibt's jetzt auch für Frauen. Wenn du Josie weiterhält, dann ist das für die Frauen. Oh Mann. Ich komme in 2 Minuten wieder. Mal gucken, ob ihr dann immer danach. Ey, Charlie, nur weil du Augenbrauen hast, danke, ey. So hier. Was denn? Warum? Was? Damit zu tun. Guck mal, was haben jetzt meine Augenbrauen damit zu tun? Mit Markus Freudenfick. Ich verstehe es nicht. Kannst du das bitte nicht mehr so sagen? Mann, oh. Ich habe mich gerade wieder eingekriegt. Darf ich mich vorstellen? Markus Freudenfick. Ja, die hören nicht auf. Dann mal den Sinn Arschi los. Ey, hast du mal einen Euro? Was willst du mit einem Euro? Tomatensuppe kaufen. Alter. Der macht zu. Ich wollte mal was haben. Hey, der hat aufgemacht, du Idiot. Wie, der war doch gerade zu. Nee, jetzt ist er zu. Warum? Komm, ich verarsch den mal. Ja. Ich muss an den Club. Ich bin. Hä, hey, der hat uns verarscht, glaube ich. Der hat uns, glaube ich, verarscht, was? Hey, ja, stimmt, was wolltest die Achselhaare an über. Genau. Was wollten wir machen, Josi? Ja. Augenbrauen. Ach so, ich dachte, Freuden. Komm, wir gerne Augenbrauen machen. Haben wir ein Auto hier? Ja, jetzt komm. Hey Marco! Demba, du Idiot, falsche Auto! Ja, hab ich auch gesehen. Der Besitzer hat aber nichts gesagt. Friseure. Halt's Maul! Halt's Maul! Hat er das gehört? Ja, bestimmt. Sehr gut. War ja genau hinter uns.
Halt's Maul! Jetzt hätten wir aussteigen müssen und den am Pennerpark, vor dem Pennerpark verkloppen müssen, Alter. Einfach ins Auto steigen, wieder gut. Dann hätten wir gesagt, das wäre ein Weihnachts-Cringe gewesen, Alter. Kann der einen Afro schneiden mittlerweile? Boah. Ey, das ist eine neue, oder? Ja. Das war doch sonst ein Schwuckele. Stimmt. Der Schwuckele ist jetzt bei dem anderen Laden. Der macht jetzt nur noch Bärte. So, guck mal bitte. Warte. Doch auch. Was ist denn für eine Scheiße hier? Kann man... Oh. Meine Spitzen anders. Guck mal. Was mein Kappi für überhaupt machen? Ich glaube, ich mache eine auch noch andere Spitzen. Das Problem ist, der Spiegel ist hier so scheiße. Der vergrößert gar nicht. Mach ich mir rot, so wie dieser Lil Yachty, kennst du den? Nee. So? Siehst so aus wie Weihnachtsbaum, so eine Weihnachtskugel, Alter. Guck doch erstmal. Was? Das war schon alles? Oh. Holy fuck, ich sehe aus wie so ein Igel. Wie ein Igel? Soll ich mal so kastanienbraun machen, Alter? Kastanienbraun. Oder braun? Oder brauner? Kann ich sagen, ich habe schon graue Haare wegen euch. Wieso hat eigentlich Jeff graue Haare, Alter? Der ist doch noch gar nicht so alt. Guck mal. Soll ich mal so rumlaufen? Boah, Cooper, Alter. Canadian Indian, oder was? Oh, 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 guck mal hier. Hallo. Mach so. Hast du jetzt deine Augenbrauen gemacht? Nee, ich kann's ja nicht sehen. Mach mal. Okay. Was wolltest du denn da verändern eigentlich? Die Augenbrauen. Weil du hast doch welche. So hast du gar ja, keine. Ja, aber die sind wohl voll dünn oder so wohl. So, als wären die übertrieben gezupft worden, weißt du? Die sind rasiert. Das Mac ist Augenbrauen, das sehe ich. Nimm die! Nimm die! Alter. Nimm die von eben, die waren gut! Auf keinen Fall! Auf keinen Fall! Das habe ich selbst gesehen sogar! Holy shit, nein, Alter! Was sind die denn? Kann? Ah, das ist die, okay. Die gehen. Das ist okay. Passend zu deinem Gesicht. Zu deinen eisblauen Augen. Oder sind die grün? Grün. Okay, lass wieder zum Pennerpark den Marco verarschen. Don't lose turn. Was? Don't lose turn. Ich nehme nächstes Mal den Razer. Razer Haircut. Was kostet denn der? Keine Ahnung. Der Laden ist scheiße. Wieso?
Ich finde den voll okay. Aber die Schuhe da sind nice auf dem Plakat, muss ich sagen. Die da, ne? Mhm. Hat Demba Lipgloss? Nee. Der hat nur sehr feuchte Lippen. Uhr. Die können mal so langsam kommen. Ja, so langsam würde Zeit. Was hey geht? Craig, was geht? Komm mal zum Pennerpark oder auch Weihnachtsmarkt. Ja, gleich, geh kurz shoppen noch. Ja, gib Gasi-Basi. Kannst du mir eine Pistole mitbringen? Nee. Wieso nicht? Weil ich dir keine mitbringen kann, Mann. Hast du noch eine? Ja, für mich. Ich brauche aber eine. Ja, kann ich nicht ändern, Mann. Alles klar. Bis gleich. Auf Weg. Boah. Craig kommt hier hin. Sehr, sehr gut. Die süße Variante, die ist mit Schokosoße, hi Marco, Puderzucker und Sahne. Und ein bisschen Speichel vom Sirpen. Das ist eine Lüge. Wer war das denn? Wo kommt das her? Ja, hinter dem Truck. So. Jetzt rennt er weg. Ah ja, das sind sie. Oh. Hanfbrot. Ah, Hanfbrot? Okay, ja. Nee, lieber nicht. Ich muss noch also, arbeiten. Der Anteil ist so gering, also an sich ist es halt größtenteils Weizenmehl und halt ein ganz geringer Anteil an Hanfmehl. Vergesst die Schweinepuperze nicht. Oh, Cooper! Ey, lieber nicht, lieber nicht. Oder das Special für heute ist der Red Nose Burger. Da ist ein Wildpatty drauf, Gorgonzola-Käse, angebratene Birnen, Bacon, rote Zwiebeln und Wattenschwänze. Nein. Und wahlweise dazu Preiselbeersoße oder rote Soße. Mensch, Marco. Und alle meinten nee, da. Im Moment nicht. Oh. Guck mal. Wir sind alleine hier gekommen. Ja. Mhm. Guck mal. Bisschen Glühwein? Hä? Ja. Strähnchen gefährdet. Nee, dann, warte. Ja. Ich muss fahren. Habt ihr Kinderpunsch oder sowas? Ja. Hab ich. Der Cooper wollte eigentlich neue Frisur machen, hat der aber zum Glück nicht gemacht. Nee, aber der nächste rot. Echt? Ja. Dann hast du keine Seele. Lass mir das Gesicht tätowieren. Nee, nicht, ja nicht so, das rot. Nicht so ein Daywalker rot, so richtig Weihnachtsmann rot. Ja. Hast du aber ein ganz schönes Doppelkinn gekriegt, ne? Ey, wow, Alter. Hängst du viel mit Charlie ab, den Fettsack? Alter, die ist so viel, ne? Das kommt für den ganzen Popcorn. Komm, Pfad, lass mal Popcorn an. Ja, ja, wo ist der Quake? Wir müssen los. Der ist auf dem Weg. Der soll sich beeilen. Wo ist die Charlie denn jetzt hin? Und die, Hey, Marco! Ist zum Bahama Mamas. Ah, okay. Wir müssen was jetzt geht gleich denn da los, schon wieder? Josi, ne? Ja, ich ja, was jetzt geht, Mann? Der ist so ein Idiot, der Russe da unten. Ja. Ich hab halt nicht gehört. Was will dieser Paddy eigentlich die ganze Zeit vom Curtis, Alter? Jedes Mal, wenn er mich sieht, fragt er, ob ich den Curtis sagen kann, dass er den Mann rufen soll. Weiß ich nicht. Er wollte doch irgendwas mit Auto lackieren, bla bla, keine Ahnung. Ach, kein Zeit. Paddy oder was? Nee, hier die Schwanzbrüder. Ja, die Schwanzbrüder, Schwanzbrüder irgendwie. Bohnböcke. Keine Ahnung. Ah, Craig, Bruder, komm jetzt. Ja, ich fahr mal zum Bahamas. Alles klar. Piss dich doch, lass uns alleine, jo. Seid doch gar nicht alleine, ihr habt euch beide doch. Oh, wie süß.
Tschö. Hey Fox, der Penner ruft mir an. Yo Fox. Du hattest angerufen? Ja, auf jeden, Mann. Alles Gucci bei dir? Alles gut. Und bei dir? Ja, so mehr oder weniger. Sag mal, haben wir ein Steuerrecht hier? Nein. Also können die mir wegen Steuerhinterziehung oder so die Füße küssen, oder? Ja, es könnte eventuell, könntest du es versuchen, unter Betrug zu fassen oder so. Oder Diebstahl, aber es gibt keinen expliziten Straftatbestand für Steuerhinterziehung. Wenn die zum Anwalt gehen und Kontoeinblick bei mir fordern, muss man das, liegen die das durch, also beim Staatsanwalt? Da brauchen die auf jeden Fall einen richterlichen Beschluss und eventuell, ja. Okay. Möglich. Nee, ich muss das, wollt ihr das eigentlich nur wegen diesen Steuern wissen? Wegen irgendwelchen Waffen oder was? Ja, die haben mich mit Waffen erwischt und ich hab keinen Waffenschein gehabt, ne? Ja, dann ist es, dann bist du ja schon dran wegen Waffe ohne Lizenz, was? Ja, ja. Was soll dann noch die zweite Bestrafung? Ach, weil die wollten von mir wissen, warum ich die Waffen ja noch hatte und wie ich die gekauft habe. Und da habe ich halt gesagt, ja, habe mir die selber gekauft und den Waffenschein, den habe ich Herr Breeden hier mal abgegeben. Der hat den irgendwo hinterlegt, weil ich ja weiß, dass der irgendwie nicht mehr da ist. Also können sie den ja eh nicht ansprechen, ne? Habe ich halt gesagt, müssen sie halt mal gucken, was der da so geschrieben hat und ob sie den da noch irgendwo in ihren Akten finden. Und dann meinte ich halt, der Herr Breeden meinte, da ich so ein guter Junge bin, soll ich zum Händler fahren und die da verkaufen und das hatte ich wohl vergessen. Also können die, weil der meinte so, ja, Herr Philipps, ich werde mir Einblick auf ihren Konto holen, dann kriegen wir sie dran wegen Betrug, weil sie die Waffen ja abgegeben haben, den Schein abgegeben haben wegen der Steuersache, damit sie die Steuer nicht zahlen müssen. Also ja, bla, laber mich nicht voll. Der Schiedsrecht war das. Ich sagte, der Herr Bender soll sich bei mir melden. Ja. Die haben wir auch wollen mir da irgendwie vorwerfen, dass ich die Waffe in der Öffentlichkeit getragen habe und den Schuss abgegeben habe. Das Gute war, einer von den Polizisten hat vor Jamar und mir und vor den anderen Cops gesagt, dass er den Schuss aus Versehen aus der Fensterscheibe sich der gelöst hat, weißt du? Ah, okay. Also können sie mir das hier eigentlich auch nicht anhängen. Und das ist ja eigentlich eine Durchsuchung sogar schon. Ja, pass auf. Dann fehlt ihnen ja auch die Grundlage, dich zu durchsuchen. Dieses war sowieso, wir standen da auf dem Dach beim Verarbeiter fürs Grüne, kann ich dir ja sagen. Aber die haben da nichts gefunden, ne? Wir standen da halt einfach nur so mit ziemlich vielen Autos, die aber alle komplett leer waren. Und wir standen da oben auf einer Scheune und wir wussten, dass wir beobachtet werden von denen, ja? Und deswegen standen wir da noch ganz gechillt. Und allein deswegen können die mir nicht vorwerfen, dass die irgendwie eine Waffe gesehen haben wollen oder so, weil es war dunkel und ziemlich nebelig und wir hatten den besten Ausblick da oben auf dem Schuppen, weißt du? Ja, ja. Dann habe ich Kopfschmerzen bekommen, komm wieder, werd getasert und mir werden Handschellen angelegt, Alter. Okay. Mhm. Kann man da irgendwie gegen vorgehen, Alter? Ja, könnte man vielleicht mal wegen Körperverletzung, weil wo ist die Grundlage? Wenn du nichts gemacht hast, können die dich ja nicht einfach wegtasern. Ich habe denen auch gesagt, dass mit dem Waffenbesitz ohne Schein, gestehe ich ein, sollen die Anklage für fertig machen, alles andere ist Bullshit, Alter. Ja, sieht wahrscheinlich so aus. Also von daher warte ich einfach mal, dass der Herr Bender mir eine E-Mail schreibt und dann lasse ich das mal auf mich zukommen. Ja, kannst dem Schiedsrichter das nächste Mal auch sagen, dass wenn er eine Akte hat, dann kann er auch bitte deinen Anwalt dafür freischalten. Auf jeden. Werde ich dir mal sagen. Dann kann ich dir sagen, auch was da drin steht und dann kann man sich schon mal ein bisschen vorbereiten. Ja, vor allen Dingen, dass ich gesagt habe, dass der Waffenschein bei denen hinterlegt ist, wollte der Herr Schiedsrichter nicht akzeptieren, ne? Also kommt mir so vor, als
hätte das gestern gekonnt bei mir ignoriert, so von wegen, laberst mir eh Bullshit vor, brauchst du gar nicht so kommen. Ja, sehen wir ja dann. Ich habe ihn extra nochmal darauf hingewiesen, dass er sich notiert, dass ich hinterlegt gesagt habe. Mal gespannt. Na gut. Wenn da mal eine E-Mail kommt, Fox oder so, dann telefonieren wir nochmal. Ja, das auf jeden Fall. Alles klar, peace. Ich wünsche euch immer noch einen schönen Abend, Mann. Ja, dir auch. Jo, hau rein. Hau rein, hallo. Marco. Was für Marco? Ich heiße nicht Marco. Ist Craig jetzt da? Nein, der ist immer noch nicht da. Oh, also haut rein, Jungs. Jo, hau peace, rein. Marco. Was für Marco? Ich heiße nicht Marco, Mann. Der kommt auch zu mir, sagt, der bist du nicht der Mann. Ich sag, jo, Marco, was geht? Ey, der soll mich doch jetzt nicht verarschen, der Craig. Oh, Mann. Sagt immer, wir haben Zeitdruck, Alter. Ja, haben wir echt. Ja. Am besten sind die, die dann sagen, ey Marco, was geht? Hä? Was? Was? Ey, wir müssen wirklich Gas geben, ne? Komm mal mit. Ja. Wir machen nochmal schnell hier... Ich würde sagen, wir machen den skrupellosen Motherfucker-Plan. Wir fahren da von der anderen Seite ran, an das Gelände, stellen uns da hin, warten, bis die kommen, Masken auf, Hüllen mit Knarren. Wir können von mir aus vor Ort einfach die Kniescheiben zerschießen. Müssen ja, den nicht mal irgendwo hinschleppen oder so. Ja, können wir so machen. Nur wichtig ist halt Maske, damit der nicht weiß, dass wir das sind. Ja. Und dann weg da und dann gut ist. Ja. Schnell was anderes anziehen. Sagen wir, schön Urlaub, Motherfucker. Zwei gebrochene Knie, du dummer Hurenbock. Ja. Dafür müsste aber jetzt Craig auftauchen. So ja, langsam. Der Ficker. Ich brauch auch eine knatterte Dartslatte. Ja, die kann ich dir geben. Ich habe eine Schrotflinte. Also. Schrotflinte und eine Knarre dabei. Der ist nicht erreichbar. Will er mich verarschen? Ach, Craig, come on. Ja. Was geht beim Bahamas eigentlich? Keine Ahnung, die machen da jetzt gerade ein Business-Kram. Weiß ich nicht, irgendwas besprechen, Flyer, keine Ahnung. Können wir ja eh vorbeifahren, ich darf sowieso da rein, wenn ich will. Dann bist du halt Gästeliste. Für umsonst reinkommen, wenn da nichts los ist, keine Ahnung. Können dann nach der Aktion mal hinfahren. Ich werde mal kurz in den Busch pissen. Piss in den Busch. Ah ja, um Marco geht's. Er geht mir so auf den Sack, der Marco, ne? Ohne Witz. Der Craig ist schon so ein Pisser, ne? Weiß nicht. Johann. Oh, Feuer, geh doch auf den Sack. Und du mit Abstand der Größte. In der Gang hier, Alter. Boah, Craig, Alter. Und am schlecht riechendsten auf jeden Fall auch. Geh nicht so nah ans Feuer, bist du irre, Alter? Hä, ich sitze neben dir auf der Bank, was ist los?
Ja, aber da können so Funken in dein Haar kommen, dann gehst du in Flammen auf. Quatsch. Okay. Ist doch in der Tonne, Alter. Das heißt cool. Bist du wahnsinnig? Bist du komplett irre? Boah, okay, come on. Jetzt werde ich langsam ungeduldig, Mann, ohne Scheiß. Der ist nicht erreichbar. Jetzt gleich heulig, ne? Wen nehmen wir uns sonst mit als Reserve? Es ist ja keiner da. Doch, wir können einfach... zur Not, bevor das gar nichts wird, nehmen wir Amar oder Robert oder so mit. Ja, guck mal, die Jungs, die kenne ich nicht. Dann warte ich lieber, bis der TJ wieder da ist. Greg ist halt voll der Hurenbock, wo ist denn der? Ich weiß es nicht. Ich ruf den, der hat Handy aus. Der geht nicht ran. Das Ding ist, wenn der mit seiner scheiß Liste anfängt, wird der eh unvorsichtig und auffällig. Hey Craig, wo bist denn du? Hä? Bin jetzt gleich da. Gib mal Gas! Wir haben für unsere Aktion, die Denver vorhat, nur noch 45 Minutos. Ich circa. Bin so gut wie da. Marco, gib Gas. Wo ist der jetzt? Auf dem Weg hier hin anscheinend. Also wie gesagt, wie soll ich es jetzt sagen, ja? Gesagt, was wollte ich sagen? Ja, dann der wird eh, wenn der mit seiner Liste wirklich anfangen sollte, wird er eh unvorsichtig, macht Fehler und wird auffällig und dann kriegen wir den noch leichter als jetzt. Weil der Craig jetzt nicht innerhalb, ne? Ja. Von ein paar Minuten hier ist. Ich mache mir da keinen Stress. Wenn er da jetzt ganz gemütlich über die Straße geschlendert kommt. Ne, aber das Ding ist jetzt ja. Du musst so sehen. Wir haben unsere Wunschzettel schon geschrieben für den Santa Claus. Und die Wichtel und so und die Elfen haben das jetzt ja schon alles hergestellt. Und das ist schon auf dem Weg zu uns, weil der hat ja auch Vorbereitung und so. Wenn wir das dann nämlich jetzt machen, dann kriegen wir die Geschenke und so noch, weil das dann noch mit der Artigkeit und so zählt, auf jeden Fall. Wenn wir es später machen, dann ist das halt schon mal schlecht. Dann müssen wir erst wieder ein bisschen was Gutes tun, damit wir nächstes Jahr beschenkt werden. Stimmt schon. Ey, Craig, wie kannst du hier so tief und entspannt rüberkommen? Ist du Zeit, Penner! Alter. Also, Cooper, welche lass mal hier nicht hier sitzen hast du? Craig hat einen Emperor. Alles klar, let's go. Komm, Craig. Komm, Craig. Marco, hau rein! Die Garage hier hinten, ne? Ja, ja. Schneeflocke arbeitet mit TJ bis 21 Uhr beim Ying-Seng-Sang. Hey Marco, kannst du dein Auto eben beiseite fahren? Ja, geht los. Pinguin, ich ruf dich sofort zurück. Danach endst du noch um 10 gehen, ne? Ja. Der soll jetzt Hinne machen da. Ich hab schon gesagt, Marco soll Gas geben. Danke, Marco. Craig! Ich würde sagen, wir fahren einfach was? Von der anderen Seite zum Ying-Sang-Verarbeiter hoch und warten da, oder? Und der Typ da drin im Auto telefoniert mit Pinguin. Der sagt so, Pinguin, ich ruf gleich zurück. Was ist das für ein Kranker? War das der Krüger jetzt? Marco war das. Nicht der Krüger? Nee, Techno-Tetzlaff. Stimmt, ich wollte gerade sagen, die Karre kommt mir bekannt vor. Jizz steht da hinten einfach drauf. Break Ferkel.
vor allem dem eine Ansage machen, falls er jetzt nochmal... Okay. Das Ding ist, das darf nicht auf mich zurückfallen, deswegen werde ich ihm sagen, das ist jetzt die erste und letzte Ansage. Hör ich nochmal von Leuten, dass du denen auf den Piss gehst mit deiner scheiß Schrotflinte, werde ich hier deine Schrotflinte nehmen und dir in den Arsch stecken, ist das jetzt klar? Und dann knallen wir den zu Boden. Knie, Brust, wie auch immer. Und falls er das überlebt, dann, So, du willst jetzt zum Händler, zum Dings, zum Jingsen? Ja, dann... Du fährst sowieso besser als ich, bitteschön. Boah, Craig, Alter. Ach ja, warte. Mein scheiß Koffer mal. Willst du die haben? Ach, ups, nee. Ja? Muted? Nee. Ich hab gar nichts gesagt. Das war Telepathie, was der mal gesagt hat. Ist das denn auch, ist das weit von hier weg? Von hier? Weil Cooper sagte, das ist voll der Gut, das ist eigentlich super, weil da gar nichts los ist. Ja, das sind noch, 4 Kilometer oder so. Chillig. Hoffentlich erwischen wir die jetzt noch. Niemand knallt Schneeflocke ab. Außer nee, ich vielleicht. Greg, was ging heute so ab? Wieso bist du so spät? War eine lange Nacht, Mann. Ein bisschen Socke waschen, ne? Nee. Die ist noch nicht wieder völlig, Mann. Widerlich. Da gehen noch 2-3 Mal. Jetzt wenigstens mal ein Turbo hier einbauen können, Craig. Na klar. Sonst noch irgendwelche extra Wünsche? Motortuning. Ja. Bremsen. Dönerspieß. Tomatensuppe. Mikrowelle. Kondenstrockner. PlayStation 4. Seid ehrlich, da hattet ihr ein bisschen Angst, dass wir einen Crash bauen. Nö. Nein. Wieso bist du eigentlich so erkältet, so lange schon? Weil ich trotzdem immer wieder arbeiten tue, anstatt zu Hause zu bleiben. Das ist aber nicht so intelligent. Das ist nicht intelligent, das stimmt. Hier wollte ich mir mal ein Haus kaufen. Hier hinten links das. Was willst du denn damit? Wohn. Da wohnst du am Arsch der Welt, Alter. Aber... Da kannst du Golf spielen und immer so die Schlucht drunter schießen. Jo, Craig, mit dem Turbo würden wir wenigstens 70 fahren. Ja, lass uns doch deinen Viertürer nehmen. Wir sind gleich schon da, schneller. Ne? Craig ist schon wieder so genervt, Alter. Ja, Craig ist eine richtige Mimose, Alter. Gleich rastet er wieder aus und verteilt 30 Magazine. Rest in peace, Jason. Wo Jason da gar nichts für kann. Der ist einfach Dingsschaden hier. Wie nennt man das? Kollateralschaden. Wir haben von hier eigentlich schon gleich Einblick dahin, oder? Da unten ist das? Boah, da sind sogar... Die sind da, ne? Echt jetzt? Ja! Oh, oh. Masken. Wollen wir da jetzt so direkt... Direkt drauf, bevor der weg ist. Direkt bevor der weg ist. Habt ihr heute Masken auf? Yo. Na dann haut mal rein, Mann.
Du weißt, der verhält sich wie ein Superheld in letzter Zeit, ne? Let's go. Oh, verdammt voll hier. Viele. Ist das der? Ah, es sind viel zu viele. Lieber nicht, lieber nicht, lieber nicht. Lieber nicht. Dann warten wir, bis sie fahren. Super, fällt die Tür ab. Fuck, Mann. Wieso sind hier so viele? Wir müssen wieder hier weg. Zieh die Maske auf, du Holzkopf. Ja, schon wieder so eine richtig geile Aktion, Mann. Stehen da 20 Leute, Alter. Die hab ich gar nicht gesehen, Mann. Du siehst die ganzen scheiß Transporter, Alter, und hältst trotzdem noch drauf. Cooper, wohin geht's, Bruder? Ja, wir fahren da einfach von hinten jetzt wieder ran. Okay, weil ich wollte gerade sagen, du musst schon sehen, wenn der da wegfährt, ne? Der war, ich hab den jetzt gar nicht da gesehen. Da war dieser Diego, ich auch war nicht da. Und du hast doch eben gesagt, der steht da. Da steht welche, hab ich gesagt. Oh. Fuck, Mann. Ja, wer arbeitet denn beim Tee normal hier? Also, ich hab gehört, dass um die Uhrzeit normal. Nee. Stand doch schon allein 4 Meister beim Pennerpark, Alter. Aber da waren nur 2 Meisterkarren, oder? Ja, die haben 2 Karren da stehen zum Stopfen halt, ne? Ja, ja. Der hält halt voll drauf, der Cooper einfach. Ja, weil da, du musst ja so sehen, 4 Autos stehen da ja normal auch. Da so viele Leute stehen denn? Ich hab nur 2 gesehen gehabt, Mann. Aber ich hab halt nicht TJ gesehen. Nee, ich hab. Da stand so ein Weißer mit einem braunen Anzug. Und glaube ich dieser Diego oder so, wie der heißt. Warum hat denn keiner von euch ein Fernglas mitgebracht, Mann? Wir können doch eins aus der Cola-Dose da bauen. Ich wusste ja nicht, dass wir einen auf Gebirgsjäger machen müssen. Wusstest du nicht, wo der Verarbeiter ist? Nee. Was meinst du, warum ich die Scheiße nie fahre, weil du immer auf diesen verkackten Weinberg hier hochfahren musst? Ja. Aber wir können, glaube ich, auch von hier aus da einfach hinten ranlaufen, ne? Ja, wir müssen halt nur gucken, dass wir auch schnell wieder beim Auto sind, ne? Weil den da unten zu catchen, wenn da so viele Leute sind, ist Schwachsinn. Wenn da einer die Bullen ruft, haben wir ein Problem. Jetzt habe ich gedacht, wir fallen die Klippen runter. Was? Durch den Holz da. Von hier sieht man die Garage nicht, wo die arbeiten. Ist denn von dem Berg hier rechts? Tja, siehst du halt von hier nicht. Hat der Jason ja auch gesagt, was der heute anhat, zufällig? Nee. Ruf mal einer die Schneeflocke an, einfach. Hallo?
Pass auf, wenn du mir Fragen über TJ beantworten kannst, sagst du nur ja oder nein. Bist du noch mit dem unterwegs? Kannst du mir irgendwie gerade beschreiben, was der für Klamotten trägt oder wo ihr seid? Ohne, dass er das rauskriegt? Amar, soll ich fragen. Ja. Okay. Ah, okay. Also braune Hose, schwarze Jacke, braune Ärmel, schwarzer Schal. Wir warten beim Verarbeiter. Fahrt ihr da noch vorbei? Okay, alles klar. Gut. Alles klar. Ciao. Die stehen unten. Der hat grüne Jacke. Ne, Quatsch. Braune Hose, braune Jacke an. Schwarze Jacke, braune Ärmel. Die stehen unten. Die beiden nur? Das weiß ich nicht. Also hättest du ja noch eben fragen können. Aber das bedeutet, wenn wir die vorbeifahren sehen, dann, ne? Das Beste ist, ich sag zu dem, kannst du mir beschreiben, ohne dass TJ mitbekommt, dass du den gerade beschreibst, der sagt, braune Hütte beim Weihnachtsmarkt, braune Hose, braune Jacke, schwarzer Schal. Ich denk mir, hä, ist der wahnsinnig, Alter? Dieser crazy weiße Motherfucker. Das bedeutet, die fahren jetzt gleich los. Der sagt, die sind fertig und fahren jetzt gleich los. Und der hat gefragt, wer das wäre am Telefon, der TJ. Der hat gesagt, das ist Amar. So, gut. Entwickel mal schnell einen Plan, wenn die jetzt gleich fahren. Ja, wie wollen wir entweder catchen wir den richtigen oder falschen, das ist ja scheiße. Wenn, müssen wir da jetzt runter. Bevor die losfahren. Aber Jason ist dann eigentlich voll der Gefickte, ne, wenn wir das so machen. Eben, das ist ja das. Ich verstehe auch gar nicht, warum er eben die Beschreibung vor TJ abgegeben hat. Der meinte auch, die fahren jetzt gleich los. Das sind die Autos. Meinst du nicht, wir können in die Autos gucken? Jetzt fahren die los. Jetzt fahren die gerade los. Maske? An die Masken denken? Jo. Also der mit den braunen Klamotten ist TJ. Das Problem ist, ich kann nicht rausballern jetzt, ne? Willst du jetzt rausballern? Der wird nicht anhalten, davon gehe ich nicht aus. Also zerschießt er ihm den Reifen, falls er nicht anhält. Wo fahren die denn? Ne, der wird, wenn, dann wird der rechts über den Berg gefahren sein, ne? Meinst du? Fährt er da lang? Na, ich fahr da immer runter. Aber dann hätte das jetzt keinen großen Unterschied gemacht. Du hättest ja weiter runterfahren können. Nee, da ist der Fluss, Mann. Kannst du vergessen, da lang zu cruisen. Aber... wir können den nicht einfach so die Reifen, das geht nicht, oder? Kriegen wir nicht hin. Wieso? Weil, guck dir diese Karte hier an. Na, wenn dann hier jetzt runter, Mann. Ja, weiß ich, aber wir überholen den halt unten auf dem Highway auch nicht. Nee? Nee. Das Ding ist voll langsam, Alter. Aber wenn die noch eine Tour fahren, warten wir jetzt einfach gleich bei der Tankstelle hier ungefähr. Ich weiß nicht, ob die noch eine Tour fahren. Das weiß ich eben nicht, das ist das Problem. Der wollte um 9 abhauen und wir haben jetzt 20 vor 9. Das ist ein Geldgeier, wenn er bis 9 kann, dann fährt er auch noch eine Tour. Fahren die mit zwei eigenen Autos? Das heißt, ich könnte den jetzt in Ruhe anrufen, oder? Ja, klar. Der ist nicht erreichbar, der Schneeflocke.
bedeutet, der müsste. Dann steht hier Schneeflocke sein Auto. Der ist ruft da an. Was ja, sitzt da drin? Das war Schneeflocke. Beide? Der hat Kopfschmerzen und sitzt bei dir im Auto, aber. Ich weiß, wir sind an dir vorbeigefahren, ja. Wir werden gleich Straßenblockade machen, dann hältst du an. Gut, bis gleich. War der hinter uns da? Ja. Der Mann, ist... das ist so eine dumme Aktion. Das warum? Fällt überhaupt nicht auf. Ja, stimmt eigentlich. Fuck! Was denn? Wenn wir den jetzt anhalten und wissen, wo die sind, Alter, kann nur der die Blockdings gemacht haben. Wir sind hier doch gerade vorbeigefahren, ihr Vollidioten. Ja, aber trotzdem. Ja, aber warum und dann... sollten wir da hier vorbeifahren? Der checkt, dass der Jason uns hier... Und warum sollte hat. Jason dann stehen bleiben, Alter, wenn ihm Auto in die Quere kommt? Wo fahren die als nächstes hin? Wir na, zum Händler. Einfach. Ja, ab zum Händler. Ja, Händler ist scheiße, Mann, da ist immer zu viel Action. Egal, aber wir sind schnell. Wir jetzt machen. Ja, wir sind super schnell. Ja, ich sehe das schon, super schnell in der Zelle. Irgendwas müssen wir doch machen. Oder wir catchen den am Flughafen, da ist eigentlich am wenigsten los. Auch wenn das sinnfrei ist, aber... Wir können die halt auch einfach hier gleich catchen. Wir haben die doch beobachtet die ganze Zeit, Mann. Ja, aber der, das fällt halt alles auf Jason zurück. Das ist das Problem. Eigentlich würde ich sagen, scheiß auf den, aber ich will das nicht. Der kann ja nichts dafür, der Kerl. Weil der hat dem ja schon... Vielleicht war das ein Herz, Dämber. Ich weiß nicht, für dumme Menschen habe ich ein Herz irgendwie. Ja, Jason kann man auch auf eine andere Art und Weise intelligent verheizen. Wo es sich dann mehr lohnt. Der aber recht hat, ist halt so. Also was jetzt? Ja, lass hier irgendwie verstecken oder so. Gucken, ist es hier los? Gar ist nichts optimal. Los. Die müssten jetzt gleich hier ankommen. Dann sagen wir dem die... Geben wir dem die Ansage und ficken den weg kurz und dann hauen wir ab. Park die Karre so, dass wir direkt abhauen können oder rennen da die Straße hoch, eins von beiden. Oh ja, lass hier in den Pool gehen dann und dann hier die Karte parken. Können wir hier so einsteigen und okay. Da runter jumpen, rennen, whatever. Let's go. Ihr seid so krank. Tadam! Wir sind krank. Ihr seid krank, ja. Du bist krank. Dämber entwickelt noch ein Herz, Alter. Was ist hier heute los? Rey Mysterio, Alter. Okay, ich tue Flint erstmal weg. Okay, wir schreien ja, die sollen sofort die Hände hochnehmen. Okay, Jungs, wir steigen dann direkt ins Auto und fahren dann zu der Garage im Westen. Okay. Steigen oben in Banshee und Tempest da, fahren oben nach Palito Bay, ziehen uns um und chillen auf dem Weihnachtsmarkt. Okay, da wir werden jetzt gleich hinlaufen, die anschreien, die sollen beide sofort die Hände hochnehmen. Wenn TJ seine Hero-Shotgun zieht, dann sagen wir dem einmal, dass er die Waffe wegstecken, sonst knallt's. Steckt er die innerhalb von 3 Sekunden nicht weg, knallen wir den über den Haufen und wünschen den. Der ruft an. Ja? Die kommen jetzt. Okay. Wir haben uns versteckt. Sehr gut. Danke, Mann. Ist er da? Nein, das ist Diego. Der hat die überholt, weil die wieder Kopfschmerzen haben. Wenn wir hingehen, den anschreien, genau, steckt er die innerhalb von 3 Sekunden nicht weg, dann knallt's einfach. Einfach hingehen, sagen, der soll's wegstecken, sonst knallt's. 3 Sekunden einer nimmt maximal. Den direkt weg, Telefon auch. Ja. Maximal 3 Sekunden, dann wird der erste Schuss geschossen. Liegt er dann schon auf dem Boden, dann sagen wir dem einfach eine schöne Weihnachten, schönen Urlaub, du Pisser. Gehen dann. Oder fahren ganz schnell weg. Das wird so geil, Alter. Ich freue mich, Mann. Hey. Ja, schießen. Die Maske ist geil, ne, Kuh? Deine? Ja. Ja. Okay, der verpisst sich sogar wieder, das ist gut.
Ihr müsst ganz laut mit mir brüllen. Sagen, yo, Motherfucker, nehmt die Hände hoch. Wer ruft dich an? Coop? Yo. Ja, wo seid ihr? Wir packen uns TJ gerade, kann gerade nicht. Okay. Wo seid ihr? Beim Fat Toady. Okay, alles klar. Aber wir sind mit dir beim Weihnachtsmarkt. Nein, komm hier nicht hin. Was los? Wir sind mit dir beim Weihnachtsmarkt. Wir kommen gleich zu dir. Okay? Weihnachtsmarkt? Weihnachtsmarkt, geh zum Pennerpark, da chillen wir mit dir, mit Marco. Ja, okay, alles klar. Ruft der Marco mich an, ey. Wer war denn das? Carlos. Jo, chill, ja. Ich komm her, sagt er. Jetzt kommt er. Da steht ein Fahrrad. Hat er das schon gesehen? Da. Ja, das ist kaputt. Achso, nee, da hinten. Aber was macht das denn für einen Sinn, wenn die mit einem Auto fahren? Weiß nicht. Gegenseitig kann man am besser Piff fummeln. Spielen. Ihr habt beide Schrotflinten, oder? Ja. Ja, holt die raus, damit der da keine Faxen macht. Seht, dass jetzt schon die Cops kommen, Alter. Da ist ein Auto gekommen, ne? Ja, irgendwas hat da gerade gehalten. Ja, wenn die jetzt hinkommen, sagen wir, wir reparieren den Pool. Wir machen die Fliesen hier ab. Das muss schnell gehen, ne? Ja. Ja, dann hau mal deine Ansage schnell raus. Ja. Jetzt Schneeflocke noch sagen müssen, dass wir zweimal daneben schießen und er umfallen soll. Ja! Da muss er aber auch die ganze Zeit liegen bleiben, ne? Nee, wenn TJ K.O. ist, sieht er das ja nicht mehr. Nee, ist nur scheiße, wenn die Medics kommen sollten und TJ aufheben und die. Ja, der hat sich in die Hose gepisst und ist durch die Aufregung dann Ohnmacht gefallen. Sie. Da kommt auf jeden Fall eine Karre. Ich hab das schon ganz oft an der Konsole gemacht. Wir sind da eiskalt. Boah, ich stehe hinter euch. Das sind die, ja, ja. Ja, let's go. Und let's go, Jungs. Okay. Lauf. Motherfucker, sofort beide die Hände hoch. Sofort. Hände hoch. Alle beide, Mann. Wow. Ich nehm dir dein Telefon weg. Deine Knarren nehme ich dir weg. An die Wandständer. Rüber. Welche? Da hin. Sofort. Habt ihr den White Boy alles weggenommen? Jo. Let's go. Rudi. Du hast sehr vielen Leuten ans Bein gepisst, Mann. Sehr, sehr vielen. Wir wissen ganz genau, wer du bist. Krieg ich noch einmal mit, dass du den falschen Leuten ans Bein pisst? Das ist die erste und letzte Ansage. Dann stehst du nie wieder auf. Hast du das verstanden? Hast du das verstanden? Ja, sicherlich. Dann schönen Urlaub, Motherfucker. Damit du es nicht vergisst, Mann. Alter! Kinderspiel! Easy. Boah, wir müssen die Ranzkarre loswerden. Gib Gummi. Mach die Masken ab. Schon passiert. Ach, schon passiert. Ein Schuss in der Kniescheibe, der ist umgefallen wie eine Mädchen. Ich hab dem die Ladung in die Kniekehle gejagt. Oh.
Geil, Alter. Jetzt kommt Santa Claus auf jeden Fall. Ja, Mann. Der wird uns richtig loben. Wie heißt der Scheiß, den wir da gefressen haben beim John? Das will ich gleich erstmal essen. Das Deftige. Das fällt Deftige. Das fällt sowieso voll auf Jason zurück, ist klar. Also wenn TJ das nicht schreit, Alter, dann ist der dümmer als dumm. Oh. Wir sind an der Garage. Ah. Was machst du, Idiot? Wollt einsteigen, du Pisser. Du hast es nicht so mit dem Einsteigen in meinem Auto, ne? Nee, dein Auto ist wirklich, ja. Ah ja. Nicht meins, Mann. Der mal in Palito Bay umziehen. Palito Bay? Ja. Du hast eigentlich einen Trailer? Norden. Ja. Man kann sich auch am Trailer umziehen, ne? Ja. Ja. Weiß aber nicht, ob der Denver einen Trailer hat. Ne, ich wollte es ja nur mal sagen. Aber Denver hat ihn ja die Ansage gemacht, selbst wenn es auf Jason zurückfällt. Will er das? Will er nochmal was starten? Oder will er sich jetzt mal normal verhalten? Ja, keine Ahnung. Vielleicht schnappt er sich dafür jetzt erstmal Jason. Aber ich geb dir mal das Handy vom TJ, kannst du ein bisschen Scheiße verschreiben und so. Ja, kann ich ein paar SMS verschicken. Warte mal, gib mal her. Dear Sunshine. Dear Sunshine. Oh, sah gut aus. Sah gut aus. Und Mann. Hat nein! Gemacht. Denver! Ach du Scheiße. Ach du Scheiße! Wir müssen da runter, Motherfucker! Wie kommen wir denn da runter? Shit! Hier links. Ruf den mal an! Sunshine! Ey, fahr mal anständig, Alter, ist ja ultra. Halt mal dein Maul! Ich kann grad nicht, peace! Peace! Ja! Ja, dem geht's gut, Mann, der feiert gerade. Ach, die Scheiße, ist der irre! Ich bin da gleich. Der fährt hier. Junge, der kriegt erstmal eine Backpfeife, Alter. Alter.
Ich finde nicht mal mehr mein Auto. Wo habe ich denn geparkt, Greg? Greg! Wo bist du denn? Wo habe ich denn geparkt? Ja, du bist doch schon vorbei. Ja, ich komm doch. Ich bin doch gar nicht bei Denver drin. Ach so. Hier, da bin ich. Tut's ja. Boah, ich dachte schon, der ist hinüber, Alter. Rücksicht Fahrverbot, Alter. Alter, Gott sei Dank bist du dieser Jean-Claude Van Damme, Alter. Alter, die Karre, ja. Die ja, ich dachte echt, dir ist was passiert, aber du bist so wie so ein Stuntman runtergeslidet, Alter. Ja, das ist, Auto ist aus sehr stabilem Metall. Ja, und die Federung und so alles ist ja alles getuned und so, Mann. Easy going. So. Ja, ich hab mal kurz rumgeguckt. Mir fehlen zwar jetzt ein paar Teile. So wie Motorhaube, aber der fährt noch. Der Motor ist noch intakt, alles cool. Weißer Pulli? Ich weiß gerade auch nicht, was ich anziehen soll, Alter. Ehrlich. Der Wichser hat halt wieder so geklungen, als würde es ihn nicht interessieren. Sollte es aber. Sollte es aber, weil das war definitiv die letzte Warnung. Das war definitiv die letzte Warnung. Nächstes Mal schießt. Nee, aber Bremen ist nicht so weit von mir weg. Habe ich nicht gerade andere Schuhe angezogen? Ist einfach Jogginghose an, alter Penner, Luke, ist scheißegal jetzt. Wir gehen eher auf den Weihnachtsmarkt nur. Ja. Brauchst wieder andere Jacke. Von mir aus können wir. Ich finde meine scheiß Hose nicht, Mann. Von mir aus können wir. Da ist ein Pulli drunter, Alter. Kommt das klar? Seid ihr Hartmann, Diggern? Steig ein. Bin noch drin. Was ist los? Relax.
So ab zu die Penner Park. Ist Schneeflocke jetzt aber bei dem mitgefahren oder TJ bei dem? Ich hab keine Ahnung, wer bei wem mitgefahren ist. Warum machen die sowas? Kannst du besser rumfummeln, Mann. Haltet der andere bei der eine bei dem anderen die Gänge. Ja, ja. Na klar, Bruder. Beste. Noch Yellowjack in bisschen rumballern, damit die da abhauen, oder was? Wer ist denn da? Ist überhaupt was los? Bestimmt, irgendwelche Rednecks die Party machen. Zwei sogar. Ein Hundebecher. Ein Hundebecher, sag ich. Ein Hundenapf und ein Koteinbecher. Der hat Zeit mit seinem Auto, Alter. Da war's doch. Ja, aber. Na, hätte ich doch holen können. Auto, meine ich. Ja, holst du. Ja, wow. Pisser. Ist irgendwie dumm. Smoking, no cooking the hot pot. Cooking, fucking on your bitch, yeah, that, that, that. Cooking up dope in the crock pot, pot. We can. Tobi, Bruder, vielen Dank für dein Sub. Gönn dir eine schöne Dirty Sprite, mein Freund. Kuss hier auf deine Augen. Oh ja, man, ich hätte gern so ein Trap House in der Grove, ne? Ich hoffe, das kriegen wir noch. Schönes Trap House mit einer Trap Kitchen, Alter. Hey Craig, wir müssen mir gleich einen Waffenschein holen, den kleinen. Ja, kannst du ja machen. Werde dich nicht von abhalten. Werd mal kurz in mich gehen. Ih, kehre nie wieder, du Widerling. Watch me flex like I'm in the next, like the job was next in line.
Es tut mir leid, Mama. Dein Junge kommt nicht nach Haus, Mama. Wenn ich von der Nightfade Schrotballer, sieht der Tatort rot, so wie Fußballer. Es tut mir leid, Mama. Dein Junge kommt nicht nach Haus, Mama. Wenn ich von der Nightfade Schrotballer, sieht der Tatort rot, so wie Fußballer. Der Tatort rot, so wie Fußballer. Hey, 719, hey, white suit and wheel, white suit and wheel. Abgefuckter Negro mit nem Gibbet in der Fresse. Bitches wollen Nummer, ich hab gar kein Interesse. Abgewrackte Schlampen rieche ich gegen den Wind. Bezeichne sie als Schlampen, ja, ja, weil sie welche sind. Vater nahm das ganze Geld und haute ab. Ich war ein Kind, aber Frust baute ich ab. Dönermesser in den Kopf von irgendeinem Motherfucker. Psychopath, can you dicke Zacker. Big Mama hat ein Roman-Ticket gebucht. Mir ist egal, was die Schampe grad tut. Ich hab gerade paar Noten besucht. Rauche den Nasen, dann geht es mir gut. Sippe dir nie, was die Stimmung erheitert. Ficke die Neider, ich darf noch nicht scheitern. Du zahlst nicht pünktlich, ist nicht vernünftig. Kaliber 50, Schampen zahlen mündlich. Es tut mir leid, Mama. Dein Junge kommt nicht nach Haus, Mama. Wenn ich von der Nightfade Schrotballer, sieht der Tatort rot, so wie Fußballer. Es tut mir leid, Mama. Dein Junge kommt nicht nach Haus, Mama. Wenn ich von der Nightfade Schrotballer, sieht der Tatort rot, so wie Fußballer. So wie Fußballer, sieht der Tatort rot, so wie Fußballer. 719, 719. White to the Widow, White to the Widow, wah! Ich drückte ab für falsche Ideale. Ich vertrete das Gesetz von der Straße. Falsche Schlangen lauern, ficken dich dann später. Keine Gnade für all diese Verräter. Familienoberhaupt, als mein Bruder starb. Mexikaner schnitten ihm einfach den Kopf ab. Dann kamen sie nach Haus, in mir stieg der Hass. Nur für Mama ging ich in den Jugendknast. Für sie ergebe ich keinen Sinn. Wundern sich, weil ich so still bin. Aggressiv seit meiner Kindheit. Ich bin der Grund, weil ich still sei. Sie laufen weg, obwohl ich sie finde. Mach Hitte links, rechts, danach die Flinte. Ich bin ein Psycho, das ist ein Fakt. Negro im Hof, Sicherheitstrakt. Es tut mir leid, Mama. Dein Junge kommt nicht nach Haus, Mama. Wenn ich von der Nightfade Schrotballer, sieht der Tatort rot, so wie Fußballer. Es tut mir leid, Mama. Dein Junge kommt nicht nach Haus, Mama. Wenn ich von der Nightfade Schrotballer, sieht der Tatort rot, so wie Fußballer. Und flick! Komm, wir geben uns das Neue von Rakim. Da muss ich vorhin voll lachen. Moment. Haben wir
meinen Soundcloud auf. In den Soundcloud. Mann, wir leben diesen Scheiß. Du betreibst mit deiner Gang nur Schauspielerei. Du hast keine Ahnung von deinem Leben auf der Straße. Der Lebensunterhalt, das Ergebnis einer Pflanze. Deshalb pack ich täglich Packs voller Hase auf die Waage. Kundenanfragen, mach den aus meinem Garten. Unzählige Plantagen, da stellt sich nur noch die Frage: Wie lange mach ich diesen Mist noch mit? Verdiene jetzt mein Cash durch Spitz mit nur einem Stift. Mach ich heute mehr Kohle, als du zählen kannst. Und bleibe GSF ein Leben lang. Mein Leben für die Fam, ein Leben mit der Gang. Mir ist scheißegal, wen du Hurenbock so kennst. Weil du kannst mir alle holen, das mal Rattatatat. Eine Ecke in der Hand heißt, ich soll dir keinen Respekt. Denn du bleibst für mich ein Pisser, also geh mir aus den Augen. Dieser Hurensohn so namens Sticky kann mir meinen Duplo saugen. Kleiner Motherfucker, hast wohl gedacht, du wärst klug. Kommst zu uns bei Nacht, kurz danach gab es Business Move. Wir kugeln in dein Rücken aus der Waffe deines Bruders. Gang über Fam, jetzt wird der Super zu einem Ruder. Wenn ich nichts zu tun hab, bin ich trotzdem produktiv. Auf der Suche nach einem Beat, geb ich mir unser Weed. Hallo? Hallo? Quark? Jo, Mann. Wo ist denn Denver? Naja, immer noch nicht zurück. Was? Ja, grüße! Hallo? Ja, servus! Alles in Ordnung? Ja, klar. Ja, jemand hat bei uns Kopfschmerzen, Mann. Wir warten auf den. Oh. Ja. Okay. Und bei dir alles fit, oder was? Ja, müde. Sehr müde. Viel gearbeitet. Ja, dann lieber Feierabend machen, auf dem Weihnachtsmarkt gehen, ein bisschen Glühwein trinken und so. Das ist eine gute Idee. Hey, Denver. Ja, Coop, habt ihr mein Auto? Ja, das gesehen? Steht hier bei der größten Bong der Stadt. Siehst du mich hier hinten? Hier? Ja. Ja, ja, wir haben das hier hingestellt. Okay. Peace. Hey, auf jeden Fall, Marco, du solltest nicht mehr so lange machen. Ja, ich mach noch diese Tour. Alles klar. Marco, pass auf dich auf, Mann, und wir sehen uns bestimmt. Jo. Ich sehe jetzt wirklich Marco. Hallo. Der Skills nicht so da. Hä? Was machst du? Achso. Der Craig hat auch Kopfschmerzen. Skills nicht so da. Okay. Ah. Herrlich. Hast du mein Flickflack-Overdeck gesehen? Ja. Den Auto? Ich hab keine Ahnung, was da los war. Das war richtig übel, Alter. Ich hab die Motorhaube und so einfach unten am Strand liegen lassen. Wir hatten... Bei Benny's hatten wir noch welche... in der Garage. Ich muss mir gleich einen Waffenschein eben kaufen, den kleinen. Di. Ich ruf Carlos mal an. Sag Carlos, wir sitzen alle in der Zelle. Sollte vielleicht mal Auto ausmachen, ne? Er geht nicht ran! Carlos! Carlos! Du musst den Fox anrufen!
Warum? Ja, weil wir alle unten in der Zelle sitzen. Kannst du den eben anrufen? Was? Ja, mach ich. Der soll uns vertreten. Ruf du nicht gerade Josie an, Alter. Ja, mach ich. Alles klar. Ja, nein, musst du nicht. Alles Gucci. Ihr seid so hässlich, Alter. Fick euch. Wie du lachst, ich dachte, du beschimpfst uns ein bisschen. Nee, weil... Nee. Was denn? Alles okay, Mann. Nee, sag. Nein, passt schon. Aha, ey, verarscht. Bin ich hier alleine heute hier? Ist das ein Pellerpark? Wo bist denn du? Na, ja, beim Medic. Beim Medic? Ja. Was geht denn da? Fäden ziehen, Mann. Oh, stimmt. Ah, nee, ich muss morgen da erst hin. Ich muss heute hin, Alter, aber ich muss, Jufke muss auch morgen hin. Wie ist hier keiner mehr, Alter? Miese Scheiße. Ja, wir kommen jetzt. Ja, dann fahren wir auch gleich zu den Medics. Drake hat noch Kopfschmerzen. Ja. Alles klar, Mann. Bis gleich. Bis gleich, yo. Schon. Falls einer fragt. Hm, ich hatte noch Kekse dabei. Sehr gut. Wenn du Essen kriegst. Ja, der hat uns ausgelacht. Essen, trinken bei uns. Ey, der Jeff ruft an. Bei mir im Auto. Hey Jeff, was geht? Junge, kommt noch irgendeiner von euch oder was? Wo bist denn du? Junge, ich friere mir seit einer halben Stunde Penner, pack den Arsch ab, weil jeder meinte, hier kommen alle hin. Da ist aber eine Feuertonne, du kannst gar nicht frieren. Und außerdem ist Marco da. Nee. Ist Marco nicht da? Geh mal zum Krankenhaus, da ist der Carlos. Ich weiß nicht, wer Marco ist, aber da. Ja, ich weiß. Carlos sollte eigentlich auch Pennerpark sein. Dann habe ich gehört, der kriegt irgendwie Pennerpark. Ja, wir fahren jetzt zum Krankenhaus eben. Ja, ich gehe jetzt Spielplatz schaukeln. Ey, da musst du aufpassen, da sind Pornostars. Dampert, lass mich mal in mein Auto einsteigen. Steig doch von hier ein, Mann. Nee. Bin jetzt. Da bin ich zu blöd, aufs Tacho zu gucken. Zum Krankenhaus. Oder du rufst den Jeff an und sag, du holst ihn ab. Okay. Und dann fahren wir zum Krankenhaus. Okay. Er ist dann im Krankenhaus. Carlos. Ist er wieder Auto gefahren? Hat der uns beleidigt? Ich hab nicht verstanden, was er gesagt hat. Ich hab irgendwas Böses, glaube ich. Aber wo ist denn Dämper? Hinter uns. Der ruft Jeff jetzt an und holt den ab. Und wir fahren noch schnell zum Waffenladen. Und zum Bank. Oh, Cops vor uns, na klar. Das kostet 1000, der Kleine, ne? Ja. Lass nicht das Auto klauen, Craig. Oh, da habe ich ja Glück, das habe ich noch gerade. Habe ich denn so viel Geld? Ach ja, ich habe... Einer Dula noch. Carlos, wenn die Fäden gezogen, den Penner. Ah, Krankenhaus.
Greg, manchmal musst du schon was sagen, sonst denke ich, ich hätte dich vergessen, Alter. Wollte schon umdrehen. Ey, die Cops klauen uns den Parkplatz. Ich glaube jetzt. Ja, aber ich parke sonst immer da. Das ist mein Stammplatz. Vielleicht habe ich keine Lust mit dir zu reden, Mann. Kannst du mal deine vorlaute, freche Schnute halten? Lag dagegen. Hau dagegen. Nee, mach doch selber. Nee. Du bist der Kriminelle. Ich hab drauf gespuckt, reicht doch. Ach du Scheiße. Was ist Party, hier denn los? Hallo? Hallo? Ist übervoll, Mann. Party. Alter. Bist du wenigstens gleich dran? Ich war eigentlich dran, aber dann haben die alle vorgedrängelt, Alter. Oh, Vordrängler. Also wenn ihr aktive Behandlung haben wollt, dann müsst ihr euch entweder hinsetzen oder kommt dann nochmal wieder. Ist halt gerade ein bisschen voll. Ja? Das sind die Berge. Kannst du nicht? Ja. So. Gut. Entweder sie nehmen dahin Platz oder sie gehen raus. Ich werde mich mal auf den Weg zum Dispatch machen, die Polizei hat... Also wollt ihr jetzt behandelt werden oder wollt ihr warten? Chill mal, warum ist denn der so unfreundlich, Mann? Boah, Alter. Ich weiß nicht, ich habe. Also rede ich gerade undeutlich? Ich hab doch gefragt, oder nicht? Ich weiß nicht, du verstehst das. Du musst anders reden, glaube ich. Ich hab was sagen, aber ich lass lieber, Alter. Wusstest du, dass Kuhfladen echt guter Dünger ist? Aber Elefantenkacke ist noch viel besser, Mann. Aber hast du hier schon mal Elefanten rumlaufen sehen? Nee. Ja, Kühe siehst du ja aber auch noch an der Wand oben im Norden, du Vollidiot. Ich hab schon mal einen rosanen Elefanten durch die Stadt rennen sehen. Ja, da hast du zu viel Tilidin genommen oder so, Mann. Ja, Dünger bringt jetzt ja auch nicht ja, unbedingt wenig Kohle, Mann, Alter. Nee, Dünger ist schon ganz in Ordnung. Bis später. Darf ich, Jungs, das dauert auf jeden Fall länger. Ja. Also, ja, ich weiß nicht, was mit dem abgemacht wurde. Alter, die haben alle vorgedrängelt, gesagt, Mann. Mir Alter, wurde nur gesagt, nee, da kam halt ein Notfall rein, so pass auf. Und die haben mir gerade beide gesagt, die haben dich weder gehört, du hast noch reagiert, irgendwas, ja. Und ja, dann wurde mir gesagt, ich soll dich erstmal wieder raussetzen. Also quasi dahin, ja. Hm. Ja, aber dann sind die ganzen anderen auch dazu gekommen. Ganz kleines Update, kommen wir mal kurz mit. Ja, kein Ding, Mann. Also alles gut, ne? Wie gesagt, nur ein bisschen Ordnung schaffen, dann wisst ihr wieder das. Wenn jetzt ja einer kommt mit dem Auer, ja, und dann kommen noch 10 Kollegen, die zugucken wollen, wie die da hinten, ja, dann fesseln sie nur im Kopf. Ja, dann, ja, wir sind ja alle da, weil aber wir habt, brauchen. Aber ihr habt ja, ich wollte sagen, ihr habt alle drei Mann, ne? Mhm. Alles gut. Kuli. Wieso ist der Albrecht eigentlich so ein Pisser? Weiß ich nicht, aber warum ist es noch so hell, Alter? Hm? Hab ich irgendwas verpasst? Findet ihr nicht, dass es ein bisschen hell ist noch? Hm. Oh. Lovend. Puh, habt ihr gesehen, das war ein Junkie. So seht ihr aus, wenn ihr Short raucht, Alter. Ist eigentlich noch ein bisschen was von dem Dünger übrig. Ich brauche noch was für meine Blumen, Alter, vom Häuschen, Mann. Na klar, das kriegen wir hin. Aber ich würde nicht zu viel drauf machen, Alter, weil das ist gutes Zeug, Alter. Nicht, dass du übererntest, weißt du? Dass du mehr als du essen kannst. Wo habt ihr denn den Dünger her? Na, da oben, wo du hier, wo die Kühe da laufen, auf der Farm. Da will ich mal mit dem Connor telefonieren, ob die vielleicht zu verkaufen ist, ob er die abgeben will.
Wie jetzt? Na, da ist ja rechts ein Haus, so. Das kann man bestimmt den Farmer abkaufen für ein bisschen Kohle. Hallo? Ja, bitte? Ich wollte mal fragen, wenn man den Dünger mit seiner eigenen Scheiße anreichert, man, Alter, ob das dann besser ist, man? Ja. Hm. Schwierig, ne? Kann ich erstmal gehen? Einstellen nicht, man. Über die verletzte Person könnte mir nichts sagen, ich soll später nochmal nachfragen kommen, da die gerade im OP ist. Was Schneeflocke denn hier, Mann? Ja. Ja. Eine verletzte Person. Okay, also darf ich gehen? Herr Kusch? Ja? Ah, wunderbar, Sie hören mich. Würden Sie mir dann kurz folgen? Ja. Wunderbar. Aber das ist kein Doktor, Carlos, lass dich nicht von der verarschen. Alles schick, passt schon. Nee, die ist eine Psycholisatorin. Was geht, Mann? Boah, Alter, kann mich einer von euch mitnehmen? Hallo. Guten Tag. Hallo. Ja, wir müssen noch kein Auto mehr fahren. Wir müssen auf Carlos warten noch. Brauchen Sie medizinische Hilfe? Was machst du hier, Schneeflocke? Dankeschön. Ach so. Oh, ich hab sie gar nicht gekannt. Alter. TJ wurde niedergeschossen am Kräuterhändler, Mann. Beim Fat Tony. Beim Fat Tony, Alter. Kann man Ihnen irgendwie helfen? Ich stehe voll unter Schreiter. Alter. Bin hi, grüß dich. Einfach so, Mann? Ja, einfach so aus dem Nichts, Mann. Okay. Wollten die Kohle von dem? Nee, die haben uns alles abgenommen. Der hat doch bestimmt wieder mit seiner Knifte rumgespielt. Das sind auch Patienten. Da auf jeden Fall nicht, Mann. Eben sich anstellen halt, ne? Nur draußen. Keine Ahnung, Alter. Weil das jetzt eben ein bisschen voll war. So muss ich denn Steuer zahlen für Dembers Knifte? Also ich hab mir das Knie angeschlagen, ich bräuchte da so ein kleines Pflästerchen. Ja, dann kommen Sie mal bitte mit. So, bitteschön. Warst du denn auch dabei, Alter? Ja, ich stand einen Meter daneben, Alter. Boah, Alter. Die wollten aber keine Kohle von uns, nichts. Handys weggenommen, Waffen weggenommen. Dann haben die ihn niedergeschossen, Alter. Kommst kurz? Ich hab gedacht, jetzt ist mein Leben vorbei. Shit. Das ist aber nicht gut, dass es in letzter Zeit häufiger da auf der Kräuterroute passiert, Alter. Ja, keine Ahnung, Alter. Die wissen wohl noch nicht, dass der Fat Tony eine Sondereinheit hat. Wo zieht er jetzt? Er ist im OP. Wird operiert gerade, oder was? Ja. Eieiei. Mir haben sie beide ganze Beruhigung gegeben. Och, Alter. Schon wieder auf der Kräuterroute, Alter, ich glaub's nicht. Ah, Kopfschmerzen. Ah. Oh. Jo. Gute Frage. Gute Frage, nächste Frage. Der Jason. Der Pisser. Verdammten Kriminellen, ey. Ohne Witz. Dit ist geil, ich hab noch Kinder-Schokobons. Alter, weil das so eine XXL-Packung war, wie viel Gramm waren hier drin? Ey, holy shit, gucken wir mal. 350 Gramm, motherfuckers.
Oh nö. Ich glaube sogar schon zwei oder drei Tage nicht mehr. Wo ist denn der da hinten? Yo, Fort Devil, was geht ab? Nix, chillaui. Hilfe! Tatsächlich. Sip on the Sprite with Lean auf Elden. Ich muss auch nur bis Mittwoch arbeiten, Gott sei Dank, dann ist Wochenende. Easy going. Straßenapotheker bin ich, Mann. Ich will doch nur hier spielen. Nur Kopfschmerzen, Scheiße. Ja, komm zu uns in die Apotheke, Mann. Ich kann dir Aspirin verkaufen. Und Big Medi-Night. Und ja, das alles, was man halt so kriegt, ne? Und diese Brause-Bonbons, die man immer in der Apotheke bekommt, kennt ihr die? Die kann man sich da mal so weggrabbeln. Wenn man was holt, ist da rechts immer so ein Pott. Sind so Brause-Dinger drin. Traubenzucker. Ja, aber nur auf der Zettel, ne? Mounted up. First time I rich, bitch, I'm padded up. Yellow skin bitch and she tatted up. Pick out a foreign got options.
Get up your bag and you pop shit. Pop. Gelato smell just like a mosh pit. Mosh. No more vodka, we sipping on active. I got more money than all of you niggas. If I feel like you smoke, then I'm calling out niggas. Little nigga, you act like you big. Fuck all that Uzi, we give them the cig gun. Little boy, boy, you ain't did nothing. Little boy, 30 can't show that they kid money. Thinking the Lord what he did for me. God. I thank him cause really I did something. Hey. Keep that shit quiet though, keep that shit quiet. They really don't understand what I'm saying. From the north side, a lot of Mexican with grams. No. Lawnville High, we got 85 fans. A lot of big names, we done put them on game. Quavo told me about you niggas locked up in the chain. Lames. I don't upload a nigga, but when I see you, I'm exposing niggas. Niggas so young, they don't feeling like I'm an old nigga at the top with the older niggas. 10,000 reps, wipe his nose, officials. Amsterdam rapping the global figure. And I got loads of figures. Yes, I read that the coupe is a blister. Cause your rich little nigga ain't official. Nah. You was broke reading brisket the pistols. I just woke up to the money. Das läuft ja richtig hier, Alter. I really posted on blocks with the case. I'm thinking about putting some stock in the brain. Stop. Beg a little bitch, you ain't bad enough. Scheiß Krankenhaus. Der wollte dahin. Yellow skin bitch and she tatted up. Pick out a foreign got options. Get up your bag and you pop shit. Gelato smell just like a marsh pit. No more vodka, we sipping on active. Church is a penthouse suite. Click out holy water. Yeah, wake up out at 6, think about money, think about this. I got nothing on my wrist, but I'll take gladly take your bitch. Ay, ay, ay. Who produced that beat? Yeah, ay, yeah. Yes, sorry, I did, ay. Got that ass on me, sound like I'm from New York City. Airbnb gon' fucking it, she know that I do the music. Music. Always cooking home, I'm tryna save up, tryna do my friends some favors. Gave her head, she facing backwards. Backwards. Ay. 27 shows, I go through cities every now and then. I watch the crowd, they jumping, watching me, watching me. Cut to days ago, I'm just a kid, not old enough to smoke a cig. They wonder what's the recipe, recipe. They want me to come home. I can hear the drum rolls, but understand I'm out here for a reason. Living in my own home, father miss me, I know, but also we know that I'm on a mission. Mission. I got diamonds on my feet and shit. Diamonds on my wrist and shit. So icy, bitch, I'm colder than a freezer. Bling, plow.
My main bitch, bitch, I'm 21. Side bitch, trippin', bitch, I love y'all both, but none of y'all ain't no keepers. I lead it, Roll Royce look like Jeepers Creepers. Made $1 million with Adidas. Can't have a ticket, nigga, off my people. Take this shit to try, nigga, I'm gon' beat it. Spilt my lean, it got me heated. Say one time, I don't repeat it. Baby, get down on your knees and eat it, eat it, eat it. Walking out of Louis V with the big boss. Yeah, Porter St. Laurent, I made a pit stop. Yeah, young savage, walk around with the big Glock. With that 30 hanging out, nigga, that's hip hop. Fat car too fat, 12 can't stop me. Bitch, two bad hoes can't fuck me. 21. You was running from the smoke, nigga, not me. Rich chigga, 21 savage, nice OG. Wake up out at 6, think about money, think about this. I got nothing on my wrist, but I still gladly take your bitch. Ay, ay, ay. Who produced that beat? Yeah, ay, yeah, yesiree, I did. Ay, she act like a bird. I wish it made out of fur. Yeah, my. Yeah, wake up out at 6, think about money, think about this. I got nothing on my wrist, but I still gladly take your bitch. Ay, ay, ay. Who produced that beat? Yeah, ay. Yesiree, I did, ayy. Got that ass on me, sound like I'm from New York City. Airbnb gon' fuck in it, she know that I do the music. Music. Always cooking home, I'm tryna save up, tryna do my friends some favors. Gave her head, she facing backwards, backwards. Ayy. 27 shows, I go through cities every now and then. I watch the crowd, they jumping, watching me. Watching me. Cut to days ago, I'm just a kid, not old enough to smoke a cig. Then wonder what's the recipe. They want me to come home. I can hear the drum rolls, but understand I'm out here for a reason. Living in my own home. Father missed me, I know, but also we know that I'm on a mission. I got diamonds on my fist and shit. Diamonds on my wrist and shit. So icy, bitch, I'm colder than a freezer. Blend loud. My main bitch, bitch, I'm 21. Side bitch, trippin', bitch, I love y'all both, but none of y'all ain't no keepers. I lead it, Roll Royce look like Jeepers Creepers. Made $1 million with Adidas. Can't have a ticket, nigga, off my people. Take this shit to try, nigga, I'm gon' beat it. Spilt my lean, it got me heated. Say one time, I don't repeat it. Baby, get down on your knees and eat it, eat it, eat it. Walking out of Louis V with the big boss. Yeah, Porter St. Laurent, I made a pit stop. Yeah, young savage, walk around with the big Glock. With that 30 hanging out, nigga, that's hip hop. Fat car too fast, 12 can't stop me. Bitch, two bad hoes can't fuck me. 21. You was running from the smoke, nigga, not me. Rich chigga, 21 savage, nice OG. Wake up out at 6, think about money. Yeah, wake up out at 6, think about money, think about this. I got nothing on my wrist, but I'll still gladly take your bitch. Ay, ay, ay. Who produced that beat? Yeah, ay, yeah, yesiree, I did, ay. Got that ass on me, sound like I'm from New York City. Airbnb gon' fuck in it, she know that I do the music. Music. Always cooking home, I'm tryna save up, tryna do my friends some favors. Gave her head, she facing backwards, backwards. Ay. 27 shows, I go through cities every now and then. I watch the crowd, they jumping, watching me. Watching me. Cut to days ago, I'm just a kid, not old enough to smoke a cig, then wonder. Yeah, wake up out at 6, think about money, think about this. I got nothing on my wrist, but I'll still gladly take your bitch. Ay, ay, ay. Who produced that beat? Yeah, ay, yeah, yesiree, I did, ay. Got that ass on me, sound like I'm from New York City. Airbnb gon' fuck in it, she know that I do the music. Music. Always cooking home, I'm tryna save up, tryna do my friends some favors. Gave her head, she facing backwards, backwards. Ay. 27 shows, I go through cities every now and then. I watch the crowd, they jumping, watching me. Watching me. Cut to days ago, I'm just a kid, not old enough to smoke a cig. Then wonder what's the recipe. Recipe. They want me to come home. I can hear the drum rolls, but understand I'm out here for a reason. Living in my own home. Father missed me, I know, but also we know that I'm on a mission. I got diamonds on my fist and shit. Diamonds on my wrist and shit. So icy, bitch, I'm colder than a freezer. Blend loud. My main bitch, bitch, I'm 21. Side bitch, trippin', bitch, I love y'all both, but none of y'all ain't no keepers. I lead it, Roll Royce look like Jeepers Creepers. Made $1 million with Adidas. Can't have a ticket, nigga, off my people. Take this shit to try, nigga, I'm gon' beat it. Spilt my lean, it got me heated. Say one time, I don't repeat it. Baby, get down on your knees and eat it, eat it, eat it.
Walking out of Louis V with the big boss. Yeah, pulled a Saint Laurent, I made a pit stop. Yeah, young savage walk around with the big Glock. With that 30 hanging out, nigga, that's hip hop. Fat car too fast, 12 can't stop me. Bitch, too bad, hoes can't fuck me. 21. You was running from the smoke, nigga, not me. Rich chigga, 21 savage, nice OG. Wake up out at 6, think about money, think about this. I got nothing on my wrist, but I still gladly take your bitch. Ay, ay, ay. Who produced that beat? Yeah, yeah. Yes, sirree, I did. Ay, she act like a bird. I wear shit made out of fur. Y'all might say he getting money, claiming he's entrepreneur. Fast car like Fast and Furious. She throw it back to DeLorean. I'm sitting in somebody's BMW recording this. Not my whip, not my whip. Rather walk or take a lift. On a trip, I hit the strip. They make me sad and then I dip. Ay, Brian learning how to live it. Damn, people around him going circles. Head is spinning with no fidget. Used to play the drums, never liked to know. No, LeBron didn't see the bigger picture. Rap on my own beat, so 100% go straight to my little pockets and I keep it. Yeah, wake up out at 6, think about money, think about this. I got nothing on my wrist, but I still gladly take your bitch. Who produced that beat? Yeah, sirree, I did. Got that ass on me, sound like I'm from New York City. Airbnb gon' fuck in it, she know that I do the music. Always cook at home, I'm tryna save up, tryna do my friend some favors. Gave her head, she facing backwards. Yo, was geht ab, Leute? Erstmal eingeloggt. Zack, umgekippt. Wasted Bug. Musste ich eben auf Maddox warten, ey. Das hat ewig gedauert. Lag hier bestimmt 20 Minuten. Dann kam der Rossi und hat mich ganz schnell wieder aufgehoben, yo. Verdammte Scheiße, ey. Fängt ja gut an hier. Huh. Peoples, alles Gucci bei euch, Mann? Hoffe, ihr hattet einen relaxten Sonntag, Mann. Ausgeschlafen, alle gut gegessen, Mann. Auf jeden Fall voll mies, Alter. Einloggen gedrückt, zack, direkt Wasted Bug. Sven, grüß dich, Mann. Madcap, Lazarus, Nizi, Skentix, Disaster, Cocky, Exquisy. Einfach alle, Mann, die anwesend sind. Peace out, Leute. Müssen wir heute in die Knast? Kaufvertrag, 2 Wochen. Nee, Bender hat keine Zeit für sowas. Nee, Flock hat angerufen. Gleich auf dem Boden und während der Behandlung unhöflich von ihm. Hey, hallo?
Deal or no deal? Das ist hier die Frage. Ja, das wird bestimmt schnell wieder gehen. I believe. GTMP-Jungs machen das schon. Kann passieren.